So dann, meine lieben Leute, dann begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen JFD Live Event. Heute hier mit regelbasierten Trading Strategien. Ihr werdet das mitbekommen haben. Wir haben ja heute hier einen Gast aus den USA hier bei uns, aber keine Sorge, es ist kein Webinar in Englisch, sondern in Deutsch. Und heute das Schwerpunktthema, freue ich mich sehr, den Christoph Enslin hier bei uns zu haben, der aus dem Raum Stuttgart auch kommt, beziehungsweise dort auch seine Mindful FX Firma hat. Wir arbeiten hier schon seit einiger Zeit zusammen und freue mich auf jeden Fall, dass er uns heute hier live Einblicke gibt im Rahmen des Algo-Tradings, regelbasierten Tradings, EA-Entwicklung, Expert Advisors, automatisierter Handel, Riesenthema. Und da zählt er doch schon so eine Expertise, wo ich ganz froh bin, dass wir ihn bei uns mit dem Team haben. Ich muss noch mal kurz den Sound mal anmachen. Christoph, ich habe deinen Mic gerade mal live geschaltet. Sag mal, ob du zu hören bist. Ja, hallo. Hallo Chris, hier ist der Christoph. Kannst du mich hören? Sehr gut. Sehr gut, genau. Gibt es mal Feedback, ob er den Christoph auch gut hört? Bisschen leise war es, glaube ich, gerade, aber ganz gut zu hören. Insofern kein Problem. Wir müssen ja sozusagen über den Teich, nicht wahr? Das ist ja genau. Heute nicht ganz so lange trivial. Lange Strecke. Genau, lange Strecke. Jawohl, Max, sehr gut. Alles gut, passt. Alles super, Markus. Jawohl, gut zu hören, einwandfrei. Hey, da ist sogar ein Namensvetter von mir sogar mit dabei. Wunderbar. Super. Freut mich auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen die Zeit auch nutzen, dass wir natürlich hier gleich einsteigen. Wie gesagt, freut mich ganz sehr. Und ich will gleich mal vorweg schicken, dass es am Ende, liebe Leute, noch ein kleines Gimmick gibt. Denn Ende des Monats ist Christoph wieder hier in Deutschland und auch im Raum Stuttgart, wo ja auch unser JFD Germany Office beheimatet ist von JFD. Und dort werde ich auch dann nochmal vor Ort sein, beziehungsweise werde mit Christoph da auch mal gemeinsam die Zeit verbringen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, Christoph, dass wir da wieder gemeinsam was aufziehen. Und genau, da gibt es am Schluss nochmal ein Gimmick für euch, liebe Leute. Für die, die zeitlich verfügbar sind Ende Oktober, da gibt es auf jeden Fall ein Stück weit was noch mitzunehmen. Ansonsten, bevor wir jetzt zum Thema übergehen, gerade Algo-Trading, regelbasiertes Trading. Wir haben vor kurzem unser JFD Invest gelauncht. Schaut mal auf unserer Webseite vorbei, ein Klick genügt. Gerade für Leute, wo jetzt eben hier keine aktiven Trader sind, ist es hier möglich, so eine Art Portfolio-Manager zu spielen. Ihr könnt praktisch verschiedene Strategien adaptieren, so eine Art Social Trading, aber jetzt kommt es, kein Social Trading wie bisher, sozusagen, dass ungeprüfte Strategien hier irgendwo kopiert werden können. Das ist alles nicht der Fall. Und das Schöne an der Geschichte auch noch gleich mit dem Christoph im Kontext, wir werden ihn hier auch mit einer sehr, stabilen und auch renditestarken Strategie hier auch noch mit launchen. Es kommen auch hier immer weitere Strategien in den nächsten Wochen und Monaten dazu, sodass wir dann am Ende des Tages oder am Ende des Jahres hier so zwischen 25 Strategien haben, die je nach Risikoneigung eben ausgewählt werden können. Und das ist natürlich ein Riesengimmick, sodass man hier passiv Vermögensmanagement spielen kann und ohne hier jeden Tag abdrücken zu müssen, man eben arbeiten kann. Und wer aber jetzt eben selbst hier seine eigenen Algos entwickelt oder da auch mal einsteigen will ins Thema und eben auch hier gerade die Expertise von Christoph da mal erhaschen will, der ist jetzt heute hier richtig. Und insofern, Christoph, sei gespannt. Ich gebe gleich mal den Bildschirm rüber und würde jetzt auch direkt dann das Wort an dich übergeben. Und zwar jetzt mal aufpassen. Jetzt müsste gleich ein Bildschirm-Switch erfolgen. Nicht wundern, liebe Leute, jetzt wird das Bild mal kurz ein bisschen dunkel oder schwarz, bis Christoph den Bildschirm mit der Blume ausgewählt hat. Ja, wunderbar. Ja, super. Super, alles mal, zu sehen. Ich wollte das jetzt mal eben auf Vollbild machen. Und F5. Dann gib mir kurz mal Rückmeldung, ob du das immer noch so siehst. Sehr gut, sehe ich. Die Blumen sind in voller Gänze zu sehen. Jetzt hast du Vollbild. Alles klar. Und nochmal die Anregung, liebe Leute. Wer Fragen hat, nutzt den Chat. Das ist jetzt hier gerade mit dem Feedback, hat super geklappt. Also wenn ihr da rege Fragen habt, dann mir immer hier reinstellen. Wenn es zum Thema passt, haue ich es gleich rein. Ansonsten werde ich dann zum Ende hin auf jeden Fall Christoph die eine oder andere Frage weiterleiten. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Christoph, die Bühne gehört dir. Bin auch ganz gespannt, auch wenn ich das ein oder andere ja schon mitbekommen habe. Aber dann hol uns mal ab an der Stelle. Alles klar. Vielen Dank, Chris, für die Einführung. Herzlich willkommen zum Webinar. Ich habe mich jetzt hier aus USA zugeschaltet, aus North Carolina, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich bin gebürtiger Ostfildener, aber aufgewachsen in Esslingen, also Ostfildern ist so ein kleines, so eine Flächengemeinde, die so zwischen Esslingen und dem Flughafen Stuttgart liegt. Also ganz kurz, dazu komme ich noch ein bisschen dazu mehr, aber vorab möchte ich sagen, kann ich jetzt hier, vorab, ab
Für dieses Webinar brauchen Sie ein MT4-Demokonto. Das ist ganz wichtig. Und falls Sie noch keins haben, folgen Sie mal diesem Link hier, mindfulfx.de/jfd. Da kommen Sie dann auf diese Seite hier und dann können Sie hier auf, also entweder auf JFD Brokers klicken oder auf den Link und dann kommen Sie hier zur Demokontoeröffnung auf jfdbrokers.com. Genau. Und dann geht es so weiter. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich sowieso schon ein Demokonto und damit ist das ganze Thema gegessen. Aber falls eben nicht, auf jeden Fall eins haben und ganz wichtig, nicht im Realkonto eingeloggt sein heute. Das will ich mal nochmal ganz, ganz, ganz kräftig erwähnen. Absolut wichtig, bitte, bitte, bitte im Demokonto einloggen. Ja, weil wir machen richtige Trades. Bitte? Wenn die Leute jetzt Rendite machen wollen mit deinen Ideen und den Trades, Christoph, das ist natürlich schade, ne, am Ende des Tages. Nee, aber Spaß beiseite. Wir müssen auch den Haftungsausschluss gegebenenfalls dann am Ende nochmal hochladen, dass das natürlich auch keine Handelsempfehlungen sind etc. Da hat Christoph völlig recht. Und ich lese gerade, Andreas hat nur ein Live-Konto, freut mich erstmal, willkommen. Nichtsdestotrotz, so ein Demokonto ist ja innerhalb von Sekunden eröffnet. Also das geht ja ganz Genau, schnell. richtig. Das geht. Und deswegen will ich es jetzt erwähnen, weil dann kann ich mich vorstellen, jetzt im nächsten Slide. Und dann, vielleicht, wer nicht da spricht, das ist, da können Sie da die 1, 2 Minuten nehmen und sich eben das Demokonto eröffnen. Gut. Gut, dann machen wir weiter. Also zu mir kurz. Ich komme, wie gesagt, aus Esslingen bei Stuttgart und bin dort aufgewachsen, habe Banklehre gemacht, habe dann in England und in Münster studiert und bin dann bei verschiedenen Banken war ich unterwegs, um das, sag mal, das Fach zu lernen, das Trading-Fach, Schwerpunkt Devisen und Devisen-Sales an Firmenkunden. Ja, und aber seit 2010 bin ich eben auf eigene Faust unterwegs und das war dann das Jahr, wo ich zuerst die Mindful FX UG gegründet habe. Die hat zuerst, damals war ich in Köln, als noch, sagen wir mal, Effekt von meinem letzten Arbeitgeber, das war die Deutsche Bank, da war ich in Köln stationiert, also in Köln gegründet und dann über Esslingen dann nach Stuttgart verlegt, die Mindful FX. Als ich dann 2012 Vollzeit nach USA ausgewandert bin, weil hatte ganz einfach den Hintergrund, meine Frau ist US-Bürgerin und die wollte auch mal wieder auf heimischem Territorium wohnen, nach gleich 5 Jahren, die sie in Deutschland gewohnt hat, war es jetzt eben an der Zeit, mal wieder den Heimvorteil sozusagen zu wechseln. Deswegen USA, hier in den Bergen von North Carolina. Wir haben ein bisschen was von dem Hurricane abbekommen vor 2 Wochen. Allerdings, weil wir hier mitten in den Bergen sind, war es einigermaßen verhalten. War ein schöner zweitägiger Landregen mit ein bisschen Wind, aber lang nicht das, was die Küste abbekommen hat. Und damit, ja, bin ich ganz froh, dass wir hier. Also es ist schön einfach hier. Mir gefällt es hier und mir gefällt es auch in Deutschland. Also das will ich hier jetzt nicht sagen, dass ich nur wegen dem Gefallen hier rüber bin, aber es passt mir gerade hier von den Lebensumständen. Also gut. Und ich kann hier halt meine Kunden in Deutschland oder sagen wir im deutschsprachigen Raum, hauptsächlich Deutschland, dann noch ein bisschen Österreich und Schweiz. Und ein paar andere Länder, wo deutsche Auswanderer leben oder deutschsprachige Auswanderer. Versorgt die damit, hauptsächlich mit EAs, mit Expert Advisors, mit Trading Robots, hauptsächlich für MT4. MT5 wird ein bisschen mehr jetzt dieses Jahr, aber MT4 ist immer noch absolut der Platzhirsch. Ja, ich will noch kurz erwähnen, meine allerwichtigste Trading-Erkenntnis, das finde ich immer bei Vorstellungen jetzt hier in einem Trader-Raum ganz wichtig. Meine wichtigste Trading-Erkenntnis, um, sagen wir mal, den Move hin zum profitablen Trading zu machen, ist ja keine Selbstverständlichkeit, ist, dass man wie in jedem anderen Business, wie in jedem anderen, ja, in einer anderen Beziehung muss man dem Gegenüber, in dem Fall dem Markt, den anderen Marktteilnehmern, einen Mehrwert liefern. Nur dann kann ich sagen, ja, ich habe sozusagen verdient, Geld aus dem Markt zu verdienen. Das ist ganz wichtig, finde ich, die Einstellung zu sagen, wie kann ich dem Markt als Trader Wert geben?
Was sagt ihr zu, es wird ja oft hier argumentiert, sind Trader Schmarotzer oder sind Trader wertgebende Marktteilnehmer? Und sag mal, es kommt drauf an, das ist meine Erkenntnis, es gibt solche, die wollen einfach nur Geld aus dem Markt saugen, und aber die, die langfristig erfolgreich sind, sind die, die Wert geben. Nehmen Sie als Beispiel, das einfachste Beispiel sind die Market Makers, die geben einen Wert, indem sie zu jedem Zeitpunkt einen Bid und einen Ask stellen. Ja, und der Bid ist natürlich für diese Market Makers besser als der Ask. Also sie kaufen tief und verkaufen hoch, und damit verdienen sie immer so einen kleinen Spread. Das ist ein Wert, und dafür wird er bezahlt. So, und in dieser Art und Weise müssen wir auch denken als herkömmliche, also, oder als Allerwelts Marktteilnehmer, die eben keine Market Makers sind, um zu sagen, an welchen Stellen, an welchen Marktsituationen kann ich wie Wert geben? So, das können Sie sich jetzt alles überlegen, selber mal, und auf dieser Basis entwickeln wir nachher auch einen EA, der hoffentlich dann vielleicht auch ja, was positive Ergebnisse bringen, das weiß ich noch nicht, weil, sag mal, das ist quasi eine ganz neue Entwicklung zusammen mit Ihnen. Kleine Schmankerl vorab am Ende. Also ich bitte Sie natürlich mitzuarbeiten, mit zu programmieren. Dann lernen Sie ein bisschen, wie es EA-Programmieren geht. Und dann am Ende können Sie sich aber den EA runterladen bei mir. Also das dauert bis heute Abend, aber ich habe dann ein kleines E-Mail-Formular, können Sie sich eintragen, und dann kriegen Sie heute Abend so zwischen 10 und 11 deutscher Zeit den EA zugeschickt noch. Also lohnt sich dran zu bleiben. Gut. Was ein Service. Gut. Und das wusste ich gar nicht, Christoph. Großes Tennis. Hier sehen wir mal den Ablaufplan. Ich habe auch den Demo-Link zum Mitmachen direkt auch schon in den Chat gestellt, sodass alle die, wo vorhin es vielleicht zu schnell erlebt haben, da geben wir nochmal den Tipp, da könnt ihr euch registrieren und direkt live mitwerken. Aber wunderbar. You have it. Perfekt. Jo. Genau. Also, was machen wir heute? Das Webinar hat drei Teile. Erstens erwähne ich kurz ein paar Punkte. Es soll möglichst interaktiv sein. Warum überhaupt automatisiert handeln? Ja, warum das tun? Was hat es für Vorteile? Dann programmieren einen gemeinsamen EA. Und wie gesagt, da bitte ich Sie mitzumachen. Dann wird es spannend, und dann lernen Sie auch was dabei. Und dann machen wir am Schluss nochmal so eine Viertelstunde oder so Fragen und Antworten, was auch immer Sie dann an öffentlichen Fragen oder an Fragen mir öffentlich stellen wollen. Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe. Ich werde mein Bestes geben, um die Frage dann zu beantworten. Schauen wir mal. Gut, dann geht's jetzt los. Eine Frage an Sie: Warum sollten wir überhaupt automatisiert handeln? Können Sie mal in Chat reinschreiben, warum Sie denken, dass automatisiertes Handeln wichtig ist? Jetzt geben wir den Teilnehmern mal kurz einen Augenblick Zeit. Ich beantworte auch zwei, drei Fragen. Link Matthias, den stelle ich gleich nochmal rein. Ottmar, jawohl, das Webinar wird aufgezeichnet. Übrigens Lob von Martin an der Stelle. Er hat einen EA schon bei dir bestellt, Christoph, und der läuft sehr gut. Oh, super, das freut mich. Schmanke, Martin, danke für die Meldung an der Stelle. Aber jetzt kommt das Feedback. Ja, emotionsfreier Handel, Automaten handeln ohne Gefühle. Das Leiden ist geringer. Klare Strategien ohne Emotionen. Ja, warte mal. Da will ich mal ein bisschen mitschreiben, damit das hier. Ah ja, pass auf, ich mache dich mal zum Ich sehe Organisator, dann müsstest du den Chat auch den sehen. Chat übrigens nicht. Wobei, Genau. dann ist er dann aber auch auf deinem Bildschirm, das ist auch blöd, dann ist die Anonymität der Leute nicht mehr gegeben, weil. Ja, oder dann schießt du mir einfach Genau, pass kurz mal die auf. Stichpunkte zu. Also emotionsfreier Handel ist häufig genannt. Gier frisst Hirn in Klammern. Dann der Punkt ist eigentlich ganz witzig. Das Leiden ist geringer. Ja, Ja, Gier das frisst kann ich mir Hirn. vorstellen. Also insbesondere gerade, wenn meine Position im Verlust liegt und man eben ja die ne klare Regeln zum Ausstieg hat, dann macht der EA das halt einfach Das, für genau, einen. ja. Ne? Und ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Leiden ist geringer. Jetzt kann ich also zwei Sachen mal zusammenfassen, sogar nicht nur zwei, drei, vier sogar. Also es geht einmal 24 Stunden Handel möglich und mehr Freiheit, kein ständiges Beobachten. Ja. Ja, Zeitersparnis geht da genauso mit rein. Wunderbar, Ulf, vielen Dank, Andreas, Frank.
Michael, Olaf, also wirklich rege Teilnahme, Christian, wunderbar, ist ja ganz toll. Super. Also immer schön mitmachen, das ist ganz wichtig, da bleibt man eh auch mehr am Ball. Und dann auch ein ganz wichtig, ich habe keinen Bock mehr, Strategien manuell zu treten, wenn das auch Automaten können. Genau, kein Bock. Ich schreib's mal so auf manuelles Trading. Also so in dem im Sinne von delegieren, ne? Ja, richtig, richtig. Wie Es ist schreibt ja man heutzutage delegieren so? absolut delegieren, absoluter Treffer. Da geht es wirklich in die Erkenntnis hatte ich übrigens auch schon vor langer Zeit, was das angeht. Nicht Ja. ganz so, aber ein wenig so. Okay, danke nochmal. Aber manuelles Trading. Was kann ein Trader dann denn noch besser als ein Automat? Gegenfrage von Matthias. Aha, nimm das mal mit vielleicht, Okay. Christoph. Nimm das mit. Was Ja. ein Trader besser kann, denn noch besser. Ich wüsste eine Antwort. Dann Ja, aber ich notiere es mir nochmal, mal. ja, jetzt kommt noch was von Martin. Automat ist präziser als manuell. Präzision würde mir hier. Perfekt. Präzision, Schnelligkeit. Johann, wunderbar, kommt gleich noch Schnelligkeit hinterher. Bauchentscheidung fällen fällt weg. Wenn wir also keinen aus dem Bauch heraus handeln, ja, da haben Das wir doch ist so schon ganz. emotionsfreier Genau, Handel. genau, Ja, genau. Das das geht in die passt Richtung. hier. Keine Bauchentscheidungen mehr. Also Emotionen nicht im Spiel, also das ist wirklich ganz, ganz häufig, aber es ist genau der Punkt, vollkommen richtig, das emotionsfreie Handeln. Das ist es im Prinzip. Aber das ist schon, also wenn man das jetzt mal in eine Super. Waagschale legt, würde ich sagen, zu 60, 70% ist das mit Emotionen hier gefallen, tatsächlich. Okay. Zeitersparnis, okay. Super, dann will ich jetzt hier mal, also das sind alles perfekte Punkte, ja? Leute, ihr habt's drauf. Das sind quasi die wichtigsten Punkte oder sagen wir die am häufigsten zitierten Punkte. Und ich will noch einen dazu machen, wollen wir noch einen dazu tun, ergänzen, der eben meistens nicht kommt, aber der meines Erachtens der allerwichtigste ist. Und das ist, dass die eigenen Strategien kontrolliert werden können, die können controlled werden und verbessert werden, Stück für Stück. Man kann ganz systematisch dazulernen. Ja? Also systematisches Dazulernen. Das ist ganz wichtig. Warum? Ganz einfach deshalb, weil der ganze Prozess des Tradings, ja, viele kommen ans Trading ran und sagen, hey, ich will jetzt schnell was ich mein Geld verdoppeln oder 100.000 Euro machen oder eben meinen Lebensunterhalt verdienen, am besten ohne Risiko einen Haufen Geld verdienen. Mit der Einstellung wird es in der Regel nicht klappen oder wird es einfach länger dauern, bis vielleicht was Sinnvolles zustande kommt. Wenn Sie aber das ganze Trading als Prozess sehen, als Lernprozess, dann haben Sie was wirklich, was Sie festhalten können, was Sie, ja, einfach, es geht ums ständige Dazulernen, ums ständige Besserwerden. Der Markt verändert sich ständig. Es kommen ständig neue Instrumente dazu, neue Möglichkeiten des Tradings, und immer wieder neue Ideen für Algorithmen oder eben für Trading-Strategien. Und das ständige Dazulernen, was auch sich selber kennenlernen, hat damit zu tun, sich selber kennenlernen und eben kennenlernen, was ist für mich eine gute Strategie und mit was kann ich leben. Das ist ja auch für jeden anders. Und also meine große Erfahrung ist, ich habe mich durchs Trading viel, viel besser kennengelernt, als ich mich vorher eben schon kannte. Also das ist ganz, ganz wichtig, das systematische Dazulernen. Und dazu gehört auch das Programmieren lernen. Und da schrecken jetzt vielleicht einige von zurück, aber ich kann Sie nur raten, setzen Sie sich damit mit auseinander, das Programmieren wirklich zu lernen. Die ganze Welt wird automatisiert derzeit, das ist schon seit 10, 20, 30 Jahren der Fall und es wird immer weitergehen. Und das heißt, auch wenn Sie für Ihre berufliche Zukunft, die vielleicht gar nichts mit dem Trading zu tun hat, gerüstet sein wollen, dann müssen Sie sich mit dem Thema Programmieren, Automatisieren, automatisch auseinandersetzen. Ansonsten sind Sie einer der, sagen wir, der
hoffentlich nicht diejenigen, die eben, sagen wir mal, so über den Tellerrand fallen, weil es keine Jobs mehr für diese Leute gibt, sondern weil sie dann halt zumindest das Verständnis für Code haben, für Programme. Sie müssen dann vielleicht nicht selber dann alles programmieren, aber zumindest so dieses Verständnis dafür haben, durch diese Erfahrung hier zum Beispiel mit dem AR-Trading, mit AR-Programmieren lernen, dass sie einfach da das Verständnis haben und vielleicht dann auch in dem Systemdesign, in ihrem normalen Beruf, in ihrem täglichen Leben einfach teilhaben können und damit ein gefragter Mann oder eine gefragte Frau sind in ihrem Job. Also das ist ganz arg wichtig und das systematische Zulernen, das folgt dann eben dann auch, das führt dann dazu, dass sie irgendwann ganz, ganz sicher 100% Chance auf einen erfolgreichen Ansatz, Trading-Ansatz kommen. Ganz wichtig. Gut, dann machen wir hier weiter im Text. Das systematische Zulernen und warum wir eben den EA-Programmieren haben. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, also jetzt möchte ich einleiten in die EA-Programmierung. Was für einen EA wollen wir heute programmieren? Ich hatte vorhin schon erwähnt, profitable Trader geben dem Markt einen Mehrwert. Das ist im Prinzip ganz logisch. Ich nehme mal ganz gern das Beispiel von einem Bäcker oder von einem Blumenhändler. Wenn der nicht den Kunden einen Mehrwert gibt, also zum Beispiel der Bäcker ist eben am Bahnhof oder an der Haltestelle, in der Nähe von der Haltestelle, von der S-Bahn-Haltestelle oder der U-Bahn-Haltestelle und hat da einen Stand, den Sie auf dem Weg zur Arbeit leicht erreichen können, dann kaufen Sie da was. Das ist ein Mehrwert. Und natürlich das Brötchen oder die Brezel selber natürlich auch. Das ist ein Mehrwert, der Ihnen geboten wird. Deswegen sind Sie Kunde bei ihm. So, und diesen gleichen Ansatz müssen wir als Trader auch verfolgen, zu sagen, wo können wir einen Mehrwert geben? Und deswegen werden wir jetzt uns einen EA machen. Also kurz für alle, die es nicht wissen: Ein EA ist ein Expert Advisor. Das hat nichts mit EA Sports zu tun, also FIFA, Video Game oder Der war sowas. gut. Ja, hat zufällig die gleiche Abkürzung. Ich glaube, EA in dem Fall steht für Electronic Arts. Ja. Okay, das ist also eine Softwarefirma für Computerspiele. Hier, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es sind die Expert Advisors, das sind kleine Trading-Roboter, kleine, manchmal auch große, die mit denen sie einfach ihr Trading automatisieren können. Und wir machen jetzt mal einen Ansatz, den ich mal Value Scalping nenne. Und darauf, also wie funktioniert der? Wir nehmen an, wir haben irgendeine Trading Range. Sagen wir mal, wir nehmen die. Jetzt in dem Beispiel werden wir mal damit anfangen, einfach die Range der gerade, also der Vorperiode zu untersuchen. Das ist so quasi ein einfacher Einstieg in die Kerzenuntersuchung in einer EA-Programmierung. Und dann wäre so der klassische, am meisten verbreitete Ansatz zu sagen, okay, wenn es über das Vorkerzen hochgeht, dann steigen wir ein. Vielleicht ein Pip über dem Vorkerzen hoch, gehen wir long. Ja, und jetzt glauben Sie was? Das macht jeder. Glauben Sie wirklich, dass Sie dann erstens eine gute Ausführung kriegen und zweitens ein profitabler Trade draus wird? Da werden sicherlich ein paar gute Ausbrüche dabei sein, aber die meisten Ausbrüche werden nicht in ihr Gewinnziel laufen oder mit einem Trailing Stop oder sowas nachher gewinnbringend laufen. Das ist einfach, also meine Überzeugung. Ich lasse mich gerne anders überzeugen, aber das ist, es kann, also aus diesem Ansatz des wertgebenden Tradings kann es nicht erfolgreich sein, weil es an einer Stelle wollen Sie kaufen, wollen Sie den Euro gegen den US-Dollar zum Beispiel kaufen, wo es alle wollen. Ja, und dann ist da kein Mehrwert da, sondern dann nehmen Sie dem Markt Liquidität. Sie geben ihm keine Liquidität, sondern Sie nehmen ihm. Also Sie erhalten etwas, sie erhalten in dem Fall einen Wert vom Markt, für den sie bezahlen müssen. Und bezahlen tun sie das langfristig über Verluste. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Sie wollen ja Gewinne machen. Jetzt machen wir mal mit dem Value Scalping Ansatz, programmieren wir mal was, wo sie nicht einen Pip über dem Vorkerzen hoch handeln, sondern
vorher einsteigen? Sagen wir mal ein Pip unter dem Vorkerzen hoch, um dann zu sagen, okay, hier kann ich den Markt, wo sagen wir, da will noch niemand raus, da will noch niemand rein in den Trade, da ist noch ausgeglichen, da verkaufen auch noch viele das Symbol, um quasi die Widerstandslinie zu handeln, und diesen Verkäufern, denen geben Sie Liquidität. Wenn es dann wirklich dreht und keinen Ausbruch gibt, dann okay, dann schließen wir die Position mit einem kleinen Stop-Loss. Wenn es aber nach dann wirklich der Ausbruch kommt, dann sind wir dabei und können mit ein paar Pips Gewinn im Take-Profit aussteigen, wenn alle auf diesen Zug aufspringen. Dann in diesem Moment steigen alle auf den Zug auf, dann können Sie die Position schließen und diesen Käufern einen Mehrwert liefern, indem Sie hier verkaufen, den Euro verkaufen, während es alle anderen kaufen. Und damit sollte, das ist so jetzt mal mein ideeller Gedanke, sollte dann unterm Strich über die lange Frist ein Gewinn für Sie rauskommen, weil eben wirklich an zwei Stellen, im Einstieg und am Ausstieg, ein Mehrwert dem Markt geliefert wird. Ja, so, wo sind wir? Jetzt, wertgebendes Trading. Und jetzt machen wir weiter. Was programmieren wir also heute? Wir gehen gleich eben in den Meta-Editor und programmieren schön lustig einen einfachen EA, hoffentlich in unter 60 Minuten. Das ist mein Ziel, das ist mein Versprechen heute. Wir machen zuerst mal einen Tickzähler. Damit lernen Sie so ein bisschen die Denkweise eines EAs kennen. Dann machen wir eine Order-Übermittlung. Da ist es übrigens ganz, ganz wichtig, dass Sie ein Demokonto haben, weil überrasche Sie dann, weil kommt quasi eine Situation vor, bei der Sie sehr dankbar sein würden, dass das kein Echtgeldkonto ist, sondern dass es ein Demokonto ist. Aber das ist dann im Plan, weil wir dadurch quasi einen Lerneffekt erzielen möchten. Dann machen wir Order-Bedingungen, eben diese Ausbruch oder Vorausbruch. Und Stop-Loss und Take-Profit, Berechnung und Vergabe. Und wenn wir noch Zeit haben, dann programmieren wir einen Loop, weil solche Loop heißt Schleife. In der Programmierwelt werden Schleifen oft verwendet, um halt irgendwelche Sachen zu berechnen oder zu wiederholen. Und das ist, sagen wir mal, eine sehr, sehr nützliche Programmiertechnik. So, dann legen wir los. So, jetzt gehe ich mal in mein nagelneues, jungfräuliches Demokonto. Das müsste bei Ihnen, zumindest wenn Sie es gerade eröffnet haben, auch im Prinzip so ähnlich aussehen. Genau, also dann als allerersten Schritt sehen wir jetzt hier also den MT4. Und dann klicken wir hier auf dieses kleine Symbol zwischen Neue Order und Auto Trading. Das ist die MetaQuotes Language Editor, also der MQL, der Meta-Editor auch genannt, wo Sie dann nachher, der lädt jetzt, wo Sie eben den Code programmieren können. Gut, jetzt warten wir einen kleinen Moment. So, da ist er. Und der ist jetzt so aufgebaut hier mit Titelleiste und Menü und Shortcuts und dann eben hier dieser Navigator. Da ist jetzt außer diesen Ordner noch nichts drin. Sie haben hier zwei Beispiel-Experts, die, glaube ich, in fast jeder MT4-Installation mit dazu geliefert werden. So, und hier unten ein Terminal, den sehen wir nachher, wofür wir den brauchen. Und wir klicken jetzt hier mal gemeinsam auf New, also ein neues Dokument erstellen. Und dann kommt hier diese MQL Wizard. Wizard ist Englisch für Zauberer. Also wir machen hier ein bisschen Magie, beziehungsweise der Magier hier, der Zauberer, hilft uns, den EA zu erstellen, zumindest den Beginn des EAs uns zu erstellen. Deswegen wählen wir hier aus, einfach Expert Advisor, das ist ja auch schon vorausgewählt, das lassen wir so. Klicken auf Weiter, dann können wir hier bei den Namen Experts, das muss drin bleiben, weil das hier in diesen Unterordner damit dann automatisch reingespeichert wird, und dahinter schreibt man dann einen Namen, ich nenne sie zum Beispiel mal Value Scalper. So, Autor ist die Mindful FX,
Christoph Ensslin, da können Sie dann Ihren Namen auch reinschreiben, weil Sie das ja jetzt gerade mitprogrammieren. Und als Link nehmen wir, da nehmen wir doch, wo habe ich es? Hier glaube ich, nee. Hier, dann nehmen wir mal diesen Link hier. So, zack. Die Parameter hier lassen wir mal leer, das machen wir Stück für Stück nachher und klicken auf Weiter. So, für alle anderen Sachen braucht man, lassen wir es so, wie es ist, keine Häkchen setzen, sondern einfach nur auf Weiter und dann auf Fertigstellen. Achso, ich muss jetzt mal noch die Stoppuhr anschalten, weil ich wollte ja aber versprochen, dass wir das Ganze in 60 Minuten machen. Also Stoppuhr ab jetzt, das läuft ja auf meinem Handy. Wow, das ist meine Ansage mit der Stoppuhr. Nicht schlecht, das hatte ich auch noch nie, Christoph. Ganz großes Tennis an der Stelle. Ja, ich guck mal, wie wir da hinkommen. Ne? Ja, jetzt sagen wir sind ja schon eine halbe Stunde am Werken. Also insofern, mal sehen, wie viel Zeit die Teilnehmer mitgebracht haben. Aber du hast ja in Aussicht gestellt, wir haben jetzt übrigens noch einige neue Teilnehmer dazu bekommen, dass du am Abend sogar den EA dann verschickst sozusagen an die Teilnehmer, die da Interesse haben. Die melden sich dann bei dir. Du zeigst das am Ende hinten noch raus. Also nur für alle, die ja jetzt noch dazukommen, dieses Modell kann man als Muster dann sogar sozusagen noch abholen. Genau, das zeige ich vielleicht, den Link, beziehungsweise ich zeige das Ihnen am Ende, wie Sie das bekommen, diesen EA-Code. Also es lohnt sich dran zu bleiben. So, wir haben jetzt hier also das grundsätzliche Layout. So sieht im Prinzip fast jeder Code aus. Alles, was so hinter zwei so Schrägstrichen ist, ist ein Kommentar. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit dem Programm zu tun, sondern es ist nur für mich oder für Sie als Programmierer, um quasi Notizen zu machen. Ja, also wir sagen hier Schrägstrich, Schrägstrich. Ich habe jetzt hier gerade eine Zeile eingefügt, also ja, einfach mit Enter. Na, es ist wie ein Textverarbeitungsprogramm, dieser Editor, wie Word. Also Sie machen halt Zeilen und Sie haben halt ihren, die Zeilen werden gezählt, ganz einfach, das ist so vielleicht der einzige große Unterschied und Sie haben natürlich viel, viel weniger Formatierungsoptionen, aber im Prinzip ist es ein ganz, ganz einfaches Textverarbeitungsprogramm. Vielleicht kennen Sie es noch, was ich von dem ersten Windows oder von DOS oder sowas in den, wann war das, vielleicht 80er oder Anfang der 90er Jahre, da habe ich mal für die Schülerzeitung des Georgi-Gymnasiums in Esslingen noch gearbeitet, da haben wir dann das erste Mal einen Windows-Computer gehabt. Irre. Also, hier können wir dann zwei Schrägstriche reinschreiben und Hallo an alle. Und das hat dann überhaupt keine Auswirkung auf den Programmablauf, sondern ist einfach eine Notiz für uns. Gut, die Properties hier können wir mal einfach so lassen, wie sie sind. Ich muss in 60 Minuten fertig werden, also kein Kommentar dazu. Aber Sie sehen hier schon grundsätzlich, da haben wir vorhin ja was reingeschrieben, der Autor, MindfulFX, Christoph Ensslin und den Link und so weiter und die Version. Ach, jetzt machen wir es mal so. Ich zeige Ihnen mal, welche Auswirkungen das kurz hat. Also, wir klicken hier einmal auf Kompilieren. Ja, Kompilieren. Das ist immer, Kompilieren wandelt den Code in eine Datei um, die dann nachher der MT4 als, ja, einfach verwerten kann. Quasi Umwandlung in Maschinensprache. So, und dann ist jetzt, wenn, also einmal hier kompilieren klicken und dann müsste hier, ist im, unten in diesem Terminal Fehler, Reiter Fehler, müsste hier einfach nur diese zwei Zeilen stehen, dass eben dieser ValueScalper.mq4, dass das kompiliert wurde und das Ergebnis, keine Fehler, keine Warnhinweise und zwar das Ganze wurde kompiliert in 329 Millisekunden, also in einer Drittelsekunde. Gehen wir mal hier mit diesem Button oder F4, kommen wir zurück in den Trading Terminal und aha, wenn Sie jetzt hier den Navigator aufrufen und unter Experten nachschauen, da sehen wir jetzt, ist plötzlich der Value Scalper. Der war vorher nicht da, jetzt ist er da. Und damit ist der EA jetzt vorhanden. Wir ziehen den jetzt hier mal per Drag and Drop, linke Maustaste, auf diesen Euro-Dollar-Chart. Und Sie sehen jetzt hier Value Scalper, das ist der Name. 1.00, das ist die, ja, die Versionsnummer, die wir vorhin verwendet haben. Ich zeige es nochmal kurz. Die Versionsnummer, wenn wir die zum Beispiel auf 1.01 ändern, dann und wir dann den EA starten, dann steht ja plötzlich 1.01. Ja, dann haben wir hier, Entschuldigung, den Autor, das hat man ja vorhin notiert, das ist unter Autor und dann der Link, das sehen Sie hier, wenn wir jetzt hier draufklicken würden, geht sofort ein
Fenster auf, im Browser. Und es lädt dann hoffentlich, wenn man mir das Internet tut. Ja, lädt, genau. Gut, gehen wir zurück in den Code. Strict lassen wir mal, also Property Strict lasse ich mal unkommentiert. So, und dann kommen wir hier an die drei allerwichtigsten Funktionen, die im Prinzip in jedem in jedem Expert Advisor drin stecken. Eine Funktion, nur mal kurz, ist quasi ein Ablauf, ein Ablauf an eine Sequenz an Rechenoperationen, die immer wieder wiederholt wird in bestimmten Situationen. Und es wird im Prinzip so definiert, also eine Funktion fängt so an hier mit einem Variablen-Typ, hier zum Beispiel Integer oder Void ist kein Variablen-Typ. Brauchen wir jetzt alles im Prinzip gar nicht, bloß dass Sie es ein bisschen verstehen, woran Sie eine Funktion erkennen. Ja, und dann ist hier der Funktionsname onInit zum Beispiel und dann gibt's zwei runde Klammern, Klammer auf, Klammer zu. Die können leer sein, da kann auch hier was drin sein. Das ist aber im Prinzip alles die Funktionsdefinition und was die Funktion machen soll, steht dann hier in den geschweiften Klammern. Ja, das ist ganz wichtig. Geschweifte Klammer, wie kriegen Sie die? Mit Steuerung Alt und dann 7 drücken. Also bei mir ist auf das To-Do ist es unter der 7. Steuerung Alt oder Alt-GR. Dann, wenn man dann hier auf die 7 drückt, zusammen mit eben Alt und Steuerung, dann kommen diese geschwungene Klammer auf und die geschwungene Klammer zu ist das gleiche unter der 0. So, also onInit ist eine Funktion, die wird einmalig bei Beginn des EAs, bei Laden des EAs aufs Chart ausgeführt. Die onDeInit ist quasi das Gegenteil von der onInit. Die wird einmalig ausgeführt, wenn der EA beendet wird, zum Beispiel von einem Chart gelöscht wird oder auch wenn der MT4 geschlossen wird oder solche, also zum Beispiel solche. Und dann die allerwichtigste Funktion ist die onTick-Funktion. Der Name sagt schon so ein bisschen. Die wird durchlaufen automatisch. Es ist schon vorprogrammiert. Das müssen wir. Deswegen ist MQL4 so eine geile Sprache, so eine geile Programmiersprache, ein super Einstieg, ums Programmieren zu lernen. Weil schon so viel ist quasi vorprogrammiert, was wir nicht mehr programmieren müssen. Und es ist alles so ein bisschen in Tradersprache. Also es ist, wenn Sie kennen Bit, Sie kennen Ask, Sie kennen Order, Nummer, SL und sowas. Das ist alles quasi in Order, in Tradersprache und deswegen ist es meines Erachtens extrem einfach, das Programmieren über einen EA, über das EA-Programmieren überhaupt zu lernen. Also onTick, diese Funktion wird durchlaufen bei jedem einzelnen Tick, den jetzt hier zum Beispiel der Euro-Dollar vom in dem Fall JFD-Server, vom Devo-Server einen Kurstick erhält. Ja, also jedes Mal, wenn es hier ist, also auf der Bit-Seite, die Asks werden, also es geht um die Bits, wenn ein neuer Bit-Tick kommt. Das ist nur im Detail. Also immer, wenn sich hier, der Chart basiert ja auf Bit-Werten, also immer, wenn sich hier eine Kleinigkeit verändert, dann wird der EA durchlaufen. Und das zeige ich Ihnen auch gleich. Wir machen diesen Euro-Dollar-Chart ist mal groß, weil wir uns jetzt hier auf diesen fokussieren. Gehen wir zurück in den Code. So, und jetzt gibt es eine schöne Funktion. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Ja, also Sie können hier einfach mal mit Enter ein paar Zeilen einfügen. Das spielt im Prinzip keine Rolle, wie viele Zeilen zwischen diversen Code-Elementen stehen, sondern es ist einfach so, wie Sie es dann nachher für übersichtlich empfinden. So, wir fangen mal an mit einer weiteren Funktion, die wir in diese onTick-Funktion hineinprogrammieren. Ja, wir sind zwischen den geschweiften Klammern, die auf das Void onTick Klammer auf Klammer zu folgen. Das heißt, das hier, alles was ich schreibe mal hier onTick Code Begin und schreibe hier mal onTick Code Ende. Wie gesagt, das sind Kommentare, die ich jetzt hier einfach zur Übersichtlichkeit, beziehungsweise als Programmierhilfe mit reinmache. Die haben keine Auswirkungen auf den Programmablauf. So,
Und also, dann mache ich hier mal nochmal eine Zeile rein, gehe mit dem Tabulator, springe ich drei Stellen nach rechts. Ist immer schön, wenn man so anordnet, wenn man so mit Tabulator die einzelnen Codezeilen anordnet, dann haben Sie nachher eine bessere Übersicht. Und wir fangen jetzt mal an mit einer super leichten und super nützlichen kleinen Funktion, die nennt sich Comment. Ja, die ist auch schon eingebaut, was die tut, da müssen wir nichts mehr definieren. Wir müssen nur einen Klammer auf, Klammer zu machen. Und dann können wir hier in diese normalen Klammern reinschreiben, ja, einen Text reinschreiben. Zum Beispiel, hallo JFD-Leute. Und das muss in Anführungsstrichen stehen, ja? Alles, was als Text definiert wird in MQL4, muss in Anführungsstrichen definiert sein. Und dann jedes, und das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, jeder einzelne Programmierbefehl oder Funktionsbefehl wird immer mit einem Semikolon abgeschlossen. Semikolon verwenden Sie fast nie außerhalb des Programmierens. Hier verwenden Sie es dauernd. Ich habe es schon bei mir gemerkt. Ich schreibe jetzt zwischenzeitlich auch, wenn ich Fließtext schreibe, nutze ich das Semikolon viel öfter, als ich es eigentlich vor dem Programmieren getan habe. Also ein ganz wichtiger, ganz witziges Satzzeichen. Aber hier im Programmieren absolut Schlüssel. Wenn wir jetzt hier auf Kompilieren wieder klicken, dann wird wiederum dieser Code, den wir jetzt geschrieben haben, in das Programm umgewandelt. Ja, wir sehen auch hier wieder keine Warnung, keine Fehler. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, und jetzt sehen wir hier, jetzt wird hier Hallo JFD-Leute hier links oben ins Chart eingeblendet. Das ist im Prinzip der Effekt dieser Comment-Funktion, dass hier links oben was eingeblendet wird. So, super einfach, super geil. Und das machen wir uns jetzt zunutze, um diese Und-On-Tick-Funktion besser zu verstehen. Dazu definieren wir jetzt eine weitere ja, Variable, oder vielleicht, was heißt weitere? Das ist die erste Variable, die wir hier definieren. Wir definieren eine statische Integer-Variable. Integer ist eine ganze Zahl. Das ist einfach Englisch für ganze Zahl. Also 1, 2, 500, 7000, das ist eine ganze Zahl. 5,32 ist keine ganze Zahl. Ja. Weil es eine Nachkommastellen hat. Also alles ohne Nachkommastellen ist ein Integer. Und statisch heißt einfach, also das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, das müssen Sie mir jetzt im Moment glauben, wir müssen in 60 Minuten fertig werden. Also, wir nennen diese statische Integer-Variable mal Tickzähler und belegen sie ist gleich mit 0 zu Beginn. Und das ist im Prinzip der Sinn, eine statische Variable wird im Prinzip nur ein einziges Mal beim ersten Durchlauf mit diesem Standardwert von 0 belegt. Und ja, und dann machen wir jetzt eben bei jedem Tick, zählen wir diesen Tickzähler um 1 hoch. Plus plus bedeutet, es wird einfach um 1 erhöht. Eine bestehende Zahl, also der Wert dieser Integer-Variable ist aktuell 0 beim ersten Durchlaufen. Es wird eben immer von oben nach unten und von links nach rechts der Code durchlaufen nachher. Also Tickzähler fängt an mit 0, dann geht es hier los wird um 1 hochgezählt, also ist der Tickzähler 1. Und damit wir das sehen, was hier jetzt passiert, nehmen wir das Hallo JFD-Leute raus aus dem Comment. Inklusive der Anführungszeichen und schreiben hier jetzt diese Variable rein, diese Tickzähler-Variable. Übrigens, ich mache jetzt hier mal noch, ich mache es ein bisschen größer hier, damit Sie die Schrift, die, Sie können die Schrift, Größe hier einstellen. Machen wir mal 14, dann sehen Sie vielleicht besser, was auf meinem Bildschirm ist. Und so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen besser, oder? Sieht man es ein bisschen deutlicher. Also Tickzähler plus plus
Das heißt, wird um eins hochgezählt und dann werden wir den, ja, den Tickzähler eben links oben ins Chart einblenden, den aktuellen Wert. Und jetzt sehen Sie, wenn wir jetzt auf Kompilieren klicken, hat wieder keine Fehlermeldungen, alles gut. Und gehen wir in den Terminal und jetzt sehen wir hier, das sind einen ganzen Haufen Ticks, die hier durchlaufen. Sehen wir also, bei jedem einzelnen Kurstick, den JFD hier diesem MT4 provided, diesem MT4 überspielt in Euro-Dollar, also nicht in Pfund-Dollar, nicht im DAX oder wie auch immer, sondern jetzt wirklich nur auf Euro-Dollar. Wenn da ein Tick hier auf meinen Rechner kommt, auf den MT4, dann wird hier der Tickzähler einfach um eins hochgezählt. So, das ist jetzt auch schon mal, damit verstehen Sie jetzt quasi, wie diese On-Tick-Funktion funktioniert. Also jedes Mal bei einem Tick wird hier von oben nach unten alles durchlaufen. Gut. Jetzt machen wir mal noch eine kleine Sache dazu, die auch wichtig ist. Also quasi, was Sie immer brauchen, in jedem Programm sind sogenannte Wenn-Dann-Abfragen. Und hier, also MQL4 ist quasi auf Englisch basiert. Deswegen heißt es nicht Wenn-Dann, sondern es heißt If, kleingeschrieben, If. Und dann machen wir mal Klammer auf. Was soll denn sein? Also was wird geprüft? Welche Bedingungen wird geprüft? If, das machen wir mal, der Tickzähler. Wenn der Tickzähler größer 10 ist, dann, und das dann muss nicht ausgeschrieben werden. In manchen Programmiersprachen muss das dann ausgeschrieben werden. In MQL4 nicht. Das ist einfach, Sie fragen ab, wenn diese Bedingung Tickzähler größer 10, wenn die wahr ist, dann stellen wir den Tickzähler auf 0 zurück und beenden das Ganze mit einem Semikolon. Ja? Also jetzt, wenn wir es jetzt kompilieren, dann müsste es im Prinzip so laufen, dass der Tickzähler oder hier die Anzeige links oben um 1 hochgezählt wird, aber es nie größer als 10 wird. Schauen wir uns mal an. So, also mal hier, es geht hier los und Sie sehen, es geht immer ganz kurz bis 10 und dann geht es auf 0 zurück und zählt dann wieder hoch, je nach Tick. Ja, gut, damit haben Sie jetzt schon ein paar Sachen gelernt. Sie haben die Common-Funktion gelernt, Sie haben das Hochzählen gelernt einer ganzen Zahl und Sie haben dieses ganze Thema mit einer Wenn-Dann-Abfrage hier schon mal gelernt. So, jetzt wenden wir das Ganze an, dieses ganze Wissen. Und führen ein neues Konzept ein. Und zwar ist es, das wollen Sie ja hier, Sie wollen hier traden, oder? Also soll der AR für Sie traden, richtig? Also, dann kommen wir jetzt mal auf die allerwichtigste Funktion, um einen Trade zu platzieren. Und was ist das Wichtigste? Es ist die Funktion, um eine Order zu platzieren. Und die nennt sich Order Send. Also Order und Order Send mit großem O und großem S zusammengeschrieben. Sie sehen, es wird hier auch schon lila eingefärbt. Die MQL4 gibt Ihnen so ein bisschen immer Farbhinweise. Also lila, wie lila Einfärbung ist quasi eine eingebaute Funktion. Sie sehen hier OnTick ist lila, Comment ist lila, Order Send ist lila. Blau sind solche Abfragen wie If und sowas. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Ein paar andere Farben. Sie sehen hier, grün ist eine Zahl, grün ist auch, war auch der Text vorher, den wir drin hatten und so weiter. So, also machen wir jetzt mal die Order Send Funktion. Also Klammer auf. Oh, und jetzt poppt hier was Großes hoch und das ist eine ganz wilde, böse Kette von Sachen, die wir hier machen wollen. Das verwirrt uns jetzt gleich mal viel zu viel. Brauchen wir eine Hilfe? Also ich klicke hier mal irgendwo den Cursor, setze ich mal hier irgendwo auf die Order Send Funktion. Und dann klicke ich auf F1. F1 oder hier Hilfe. F1 auf der Tastatur. So, das muss ich jetzt hier nochmal, wenn Sie es als allererstes mal aufräumen, müssen Sie hier quasi das einmal bestätigen. Und jetzt hier mal nochmal, gehen wir nochmal mit dem Cursor auf Order Send und klicken F1 auf der Tastatur. Dann kommt jetzt hier diese MQL4-Referenz. Und anstelle jetzt hier, dass wir hier das Ganze in einer Kette sehen, welche Elemente diese Funktion braucht,
sehen wir es jetzt hier aufgelistet. Ich persönlich finde es ein bisschen übersichtlicher. Und ja, damit wollen wir jetzt mal versuchen zu arbeiten. Also die Order-Send-Funktion, der müssen wir ein paar Parameter mitgeben, damit sie richtig verwertet werden kann vom MT4. Und das ist eben einerseits hier das Symbol, das Handelssymbol, also Euro-Dollar oder DAX oder wie auch immer. Dann die Operation, die Operation, also was soll er machen? Soll er kaufen, soll er verkaufen, soll er eine Pending-Order platzieren? Solche Sachen. Dann das Volumen, also mit welcher Lot-Size soll gehandelt werden? Welcher Preis gewählt werden soll, also gerade besonders relevant natürlich bei Depending Orders und bei Limit Orders, mit welchem Preis der platziert wird, welches Slippage sie akzeptieren, und dann welcher Stop Loss und welcher Take Profit vergeben werden soll. Dann kommen noch vier optionale Bestandteile. Optionale Bestandteile, ja, sehen Sie immer daran, dass hier das quasi diese Belegung hier mit einem ist gleich, mit einem Standardwert belegt ist. Hier null und null und null und color none. Das haben Sie bei den anderen Bestandteilen hier nicht. Und daran erkennen Sie, das ist optional, das ist quasi vorbelegt schon mit was. Also null ist einfach ein leerer Text. Magic Number ist quasi so eine Identifikationsnummer, die Ihr EA dem Deal mitgibt, um nachher die eigenen Deals wiedererkennen zu können. Und dann eine Expiration, also ein Ablauf, Orderablauf, relevant bei, eventuell relevant bei Pending Orders, Limit Orders. Und dann, welche Farbe der Pfeil haben soll, ja, das Ganze auf dem Chart platziert wird. So, dann gehen wir nochmal zurück hier in den Code und belegen jetzt mal diese Order-Send-Funktion einfach Stück für Stück. Ich mache mal die Klammer auf nochmal neu, dann wird mir das alles jetzt hier Element für Element eingeblendet. Also ich fange an mit dem Symbol. Das Symbol, damit das mir automatisch das Chart-Symbol verwendet, das kann ich abrufen mit diesem Wert. Unterstrich Symbol. Man sieht, das wird rosa eingefärbt. Rosa eingefärbt sind eingebaute Variablen, die der MQL4, die der MT4 eigenständig belegt. Die können Sie selber nicht weiter anders ändern, sondern das ist einfach vorbelegt hier. Das Symbol hat dann eben das Symbol selber, den Symbolnamen, also hier Euro-Dollar, EUR-USD. Kann ich Ihnen auch mal zeigen. Wir können diese Symbolvariable hier ins Comment einfügen. Und ich mache mal das hier Kommentar, mache ich mal einen Kommentar dazu, weil es sonst nicht kompilieren wird, weil wir hier noch nicht fertig sind mit der Order-Send-Funktion. Also Comment-Symbol, wenn wir es uns jetzt einblenden lassen, jetzt sehen wir hier links oben wird Euro-Dollar uns eingeblendet. Ja, also dass diese Variable Unterstrich Symbol hält eben den Chart-Symbolnamen vor. Da bin ich ein paar Mal auf Bearbeiten rückgängig, Steuerung Z gegangen, um wieder das herzustellen, was wir gerade schon geschrieben hatten. So, und dann müssen wir hier ein Komma machen. Also Komma einfach, um diese Funktionsparameter zu trennen. Und ja, dann kommt jetzt CMD da drin. Was heißt CMD nochmal? Gehen wir nochmal auf F1. Ah, CMD, das ist hier die Operation. Also hier Operation, sehen Sie hier das bisschen mehr erklärt, Operation Type. Und dann sehen wir hier, it can be any of the trade operation enumeration. Also es kann jeder der hier unter diesem Link erhältlichen Trade Operations sein. Wenn wir da klicken, dann sehen wir, das können wir also Buy machen, können Sell machen, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Und das ist dann hier der Wert, den wir hier verwenden. OP Buy, OP Sell und so weiter. So. Und ja, jetzt machen wir mal hier als Operation OP. Ja, jetzt ich hatte eigentlich vor, Buys zu machen und Sells. Aber machen wir mal besser nur
machen wir mal buy, also so eine Pending Order zum Beispiel, ja, buy Limit. Nee, wir machen es so wie geplant. Einfach OP buy, wir machen eine buy. Dann mit welchem Volumen? Dann machen wir jetzt hier mal 0,01. Ja, also 0,01 Lots. Wichtig, MQL4 und MT4 denkt ja in englischen Zahlenformaten und damit auch nach Kommastellenformaten und ein deutsches Komma, also 0,01 ist halt ein englisches 0,01. Das müssen wir wissen, das müssen wir beachten. Also 0,01 Lots wird dann gehandelt als Preis. Der einzige Preis, der zulässig ist, um einen Buy zu handeln, ist der aktuelle Ask-Preis. Und der ist auch schon hinterlegt, der wird auch bei jedem Tick im Prinzip abgefragt und aktualisiert. Also der Ask-Preis wird hier zu Beginn der On-Tick-Funktion belegt und dann haben wir hier quasi den als Wert vorhanden. Ich zeige das Ihnen auch nochmal kurz im Comment, da können wir das auch reinschreiben. Ich mache es hier wieder auf Kommentar. Dann sehen Sie hier, es wird jetzt hier bei jedem Tick eben, wird der Ask upgedatet, aktualisiert. Ich rede schon wieder viel zu viel Englisch, Denglisch, Deutsch, Englisch. Seid ihr verziehen, mein Guter. Ich will nur kurz eine Frage einwerfen, an den Olaf. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das kannst du dann auf unserem YouTube-Channel sehen und auch der Christoph wird das auf seinem Breitengraden sozusagen streuen. Und ja, Johann, wir unterstützen solche Orders. Wir unterstützen jeden Algo, jeden Tick-Trader. Alle Algos sind uns willkommen. Wir haben keine Minimum-Stop-Loss-Abstände und dergleichen. Das ist eben auch unter 100% dem ASTP-Modell und das zu den kurzen Antworten. Ansonsten, die Zuschauer folgen deinen Lippen, Christoph. Nur weiter so. Super. Okay, klasse. Also alle immer schön mitprogrammieren, ja? Dann haben Sie die eigenen Erkenntnisse. So hier gerade, ja, Sie werden es dann einfach besser, intensiver lernen, als es einfach nur mal anzuhören. So, also wir haben hier quasi jetzt das Comment Ask. Das können wir auch so lassen. Ist wurscht. Wir fragen dann beim Buy, wollen wir zum Ask eröffnen? Und jetzt kommt hier, wird schwarz fett eingefärbt, Slippage. Also wir fragen an beim JFD Broker, dass wir den Buy mit dem aktuellen Ask eröffnen. Aber was ist aktueller Bid, aktueller Ask? Das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist quasi Vergangenheit. Das ist eine Millisekunde in der Vergangenheit. Ja? Das heißt, was den Deal, den Preis, den wir wirklich bekommen, der kann der gleiche sein, aber muss es nicht. Ja, es wird aller voraussichtlich nach ein sehr, 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 sehr ähnlicher Kurs sein, aber muss nicht unbedingt der gleiche sein. Und das ist hier unter Slippage definiert. Also wie viel Slippage heißt einfach Rutsch, also wie viel gerutscht wird, wie viel der Kurs rutscht, während ich den Deal ausführen will. Und jetzt sagen wir mal, das gebe ich jetzt in Punkten ein. Was ist ein Punkt? Also ich mache hier mal die 100 Punkte ein. Dann wird es ziemlich sicher auf jeden Fall ausgeübt. Und was ist ein Punkt? Kurz zur Erinnerung, es gibt Pip und es gibt Punkte und es gibt Indexpunkte und so weiter. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal in der Marktübersicht den Spread einblende, dann sehe ich hier eine Zahl, zum Beispiel Euro-Dollar, sehe ich hier 2, 3, 4 und so weiter. Das sind Punkte. Das ist der aktuelle Spread in Punkten. Und was ist ein Punkt? Ein Punkt ist die letzte Nachkommastelle. Bei fünfstelliger Kotierung ist es also 0,00001 ist ein Punkt. Ja, das ist also unterschiedlich als Pip. Beim Währungshandel Pip ist die vierte Nachkommastelle, außer bei Yen-Quotierung, da ist die zweite Nachkommastelle und ein paar wenigen anderen Ausnahmen. Aber es ist ganz wichtig, wir sprechen in MT4 und in MQL4 sprechen wir immer von Punkten. Wir können zwar eine Pip-Definition nachher auch programmieren, aber standardmäßig denken wir immer in Punkten. Also wenn wir eine Slippage von 100 zulassen, dann ist das quasi das gleiche wie 100, also 100 Punkte Slippage. Bei Euro-Dollar fünfstellig ist gleich 0,000 0,01 00.
Ja, das ist der Kursunterschied. Also 10 Pips, 100 Punkte, den wir hier zulassen, maximal. So, dann machen wir ein Komma und dann kommen wir jetzt hier ein Stop-Loss. Den geben wir mal hier als 0 ein. Das heißt, wir öffnen den Deal mit einem Stop-Loss von 0. Das bedeutet, kein Stop-Loss vorhanden. Das gleiche fangen wir jetzt auch mal hier bei Take Profit an. Da geben wir auch mal eine 0 ein. Das machen wir dann nachher noch in einem weiteren Schritt. Wenn wir noch dazu kommen, oh, meine Summe, das Stoppuhr ist schon bei fast 30 Minuten. Mann, oh Mann. So, dann können wir hier einen Kommentar vorgeben. Das schreibt man zum Beispiel mal rein, Value Scalper. Das ist das Gleiche, also hier der Kommentar ist das Gleiche, wie wenn Sie hier manuell eine Order eröffnen und dann hier irgendwas reinschreiben. Ja, manuell oder JFD, Webinar. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel 0,01 beimachen, zack, dann sehen wir hier im, wir müssen auch die Kommentare einblenden, dann steht hier JFD Webinar. Ja, so. Das anstelle von JFD Webinar steht jetzt hier zum Beispiel Value Scalper. Und wie gesagt, das muss in Anführungsstrichen im Code hinterlegt sein, damit dann nachher wirklich Value Scalper ohne Anführungsstrichen gedruckt wird ins Deal-Kommentar. So, dann machen wir nochmal ein Komma, dann machen wir eine Magic Number, die lassen wir mal, ja, machen wir mal eine rein, ist egal, das kann irgendeine Zahl sein zwischen 0 und einem, ich glaube, einem Billion oder sowas, eine Milliarde. Also machen wir das heutige Datum, 18.10.02, also 2018, Oktober, der 2. Dann können wir es mit anderen, ja, können andere Deals quasi nicht verwechselt werden. Ist aber egal, da können Sie auch eine Null reinschreiben. Order Expiration, also ein Ablaufdatum gibt es bei einer Market Order Buy Sell nicht, also machen wir eine Null rein. Und dann lassen wir noch eine Farbe, lassen wir noch den Deal ins Chart einzeichnen mit einem farbigen Pfeil. Welche Farbe soll dieser haben? Und dann haben wir hier, geben Sie klein CLL ein. Und dann kriegen Sie hier die gesamte Farbpalette, die im Prinzip zur Verfügung steht. Ich mache mal also Standard quasi für ein Buy ist Blue, Blau. Und sehen wir hier, wenn wir ein U eingeben, haben wir Blue und Blue Violet zur Verfügung. Also nehmen wir mal Blue und damit sind wir quasi standardmäßig unterwegs. Dann Klammer zu. Ich mache hier mal den Navigator raus, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann, wie gesagt, das Semikolon. Sie sehen jetzt hier, ich habe hier einmal eine Leerstelle. Hier habe ich keine Leerstelle zwischen dem Wert und dem schließenden Semikolon. Das ist im Prinzip wurscht. Also Sie können so viel Zeilen oder Stellen zwischen einzelne Werte geben, wie Sie wollen. Das ist einfach, wenn Sie es zur Übersichtlichkeit haben, halber wollen Sie vielleicht eine Leerstelle drin haben, jemand anders nicht. Da gibt es kein falsch oder richtig, sondern nur was für Sie im Prinzip funktioniert. So, und jetzt aufgepasst. Ich habe jetzt noch nicht auf Kompilieren geklickt. Ja? Ich schließe hier mal den Deal, den wir vorher manuell eröffnet haben, damit wir noch sehen, was hier Sache ist. So, gut. Und jetzt klicke ich mal hier auf Kompilieren. So, jetzt ist hier noch ein kleiner Warnhinweis. Es ist kein Fehler, sondern es ist einfach ein Warnhinweis, dass wir die Order Send Funktion, die gibt uns, wenn sie erfolgreich durchgeführt wird, gibt uns die gerade eröffnete Order-Nummer, die Ticket-Nummer durch, die hier unter Order-Nummer nachher steht, hier in der Kontohistorie, diese Order-Nummer. Wenn hier ein Deal erfolgreich eröffnet wird, dann erhält der EA quasi diese Order-Nummer zurück und die könnte man dann weiter verarbeiten in einem, über einen, ja, über einen, über eine Variable. Und gut, und das ist aber in Ordnung, ist kein Problem. Das ist nur ein Warnhinweis, ist kein Fehler. Solange es nur ein Warnhinweis ist, wird der EA in der Regel trotzdem funktionieren. So, gehen wir in den Terminal und jetzt sehen wir hier, es passiert erstmal noch gar nichts. Warum? Weil ja kein Auto-Trading erlaubt ist. Und das sehen Sie hier, der EA ist zwar aufs Chart geladen, aber wir haben hier ein Frowny, also einen weinenden Smiley,
Und das bedeutet, das Auto-Trading ist einfach nicht aktiviert. Oder es sind zwei Sachen, die aktiv sein müssen. Ich gehe hier mal mit Rechtsklick auf Experten und dann Eigenschaften. Sie müssen hier einerseits bei Allgemein und Positionen Live-Trading zulassen, anhaken. Das ist wichtig. Es ist ja aber immer noch der weinende Smiley unterwegs, weil jetzt noch kein Auto-Trading aktiviert ist. Wenn wir jetzt hier klicken, dann wird jetzt, passen Sie auf, was passiert. Es wird bei jedem Tick, den da durchlaufen wird, wird jetzt ein Deal eröffnet. Oh, also jetzt haben wir schon 10 Deals offen hier, weil eben sehr, sehr viele Ticks verfügbar sind. Sehen Sie das? Es ist bei jedem Tick wurde jetzt ein Deal eröffnet. Kriegen sogar sequentielle, auch fast sequentielle Ordernummern hier. 2, 3, 5, 6, 7. Also Sie sehen schon, das ist zwar schön, dass wir hier mit der Order-Send-Nummer, mit der Order-Send-Funktion Deals eröffnen können, aber es ist höchst gefährlich. Wir brauchen sie, aber wir müssen damit umgehen lernen. Weil wir wollen natürlich nicht hier 10, 20 oder wir wollen nicht bei jedem Tick einen Deal eröffnen. So, das ist auch eben ein wichtiger Lerneffekt, den ich Ihnen zeigen wollte, um es überzuleiten von der Order-Übermittlung. Schreiben wir hier mal dran. Das ist die Order-Übermittlung. Dass wir diese Order eben nur dann übermitteln dürfen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So, wann sind Bedingungen erfüllt? Ich mache hier mal das Ganze ein bisschen enger, um mir persönlich eine bessere Übersicht zu gestalten. Schreibe hier mal, gebe in diesem Block mal eine Überschrift, Überschrift Tickzähler. Ach, übrigens, Äs, Ös, Üs und scharfe Esse, bei mir im Schwabenland dreierles S genannt, können wir verwenden, solange wir uns in einer, also im Kommentar befinden. Hier, ja. Einen variablen Namen können wir nicht mit Ä benennen. Sie sehen hier, da beschwerte sich, da kommt hier was Komisches, also wird es hier eingefärbt. Das heißt, variablen Namen müssen wir mit AE umschreiben, wenn wir ein Ä haben wollen, oder mit SS, wenn wir ein scharfes S haben wollen. So, haben wir einen Tickzähler. Das schreiben wir noch immer Tickzähler rein. Und ja, dann machen wir es hier nochmal, machen wir hier rein jetzt die Order-Bedingungen ermitteln. Ich mache mal nehme mal einen kleinen Schluck Wasser. Wie fühlen Sie sich denn? Sind Sie überlastet? Schreiben Sie mal, wie es Ihnen geht. Nicht, dass ich hier, eine Wand rede. Nee, die Teilnehmer, es ist echt erstaunt. Ein Webinar in dieser Art hatte ich tatsächlich noch nicht. Wir hatten zwar hin und wieder auch schon Algo-Experten, aber so eine konsequente Durchprogrammierung nicht. Und das Feedback ist durchgehend positiv. Es haben sich nur zwei, drei, glaube ich, schon abgemeldet, die später dann nochmal die Aufzeichnung sehen werden. Aber also der Riesenprozentteil ist dabei, ganz Super. klar. Und das ist nicht einfach, wird hier spannend, super, alles bestens, super Webinar, vielen Dank. Auch jetzt schon solche Grüße hier im Webinar ETA, wunder, wunderbar. Ansonsten geht es hier Ist Order auch besser. Expiration, die Zeitvariable. Also im Prinzip nach meinem Wissensstand werden die Orders auch Viva eines solchen Befehls auch wieder rausgenommen, Johann, um die Stelle da das nochmal abzuschließen. Wenn du das im Okay. Algo entsprechend programmierst, dann ist das auch genau die Botschaft, die letztlich auf unseren Servern ankommt. Und dann werden die Orders auch wieder, genau wie man eine Order mit einer Zeitlinie versetzen kann, im Prinzip dann auch so gelöscht. Wenn ich dich da falsch verstanden habe, Detail, ruhig nochmal eine E-Mail im Detail an mich oder auch nochmal an Christoph, dann können wir dir da auf jeden Fall nochmal helfen. Aber Super. Schluck hoffentlich genommen, Christoph. Du legst dir auf jeden Fall los. Und wie gesagt, Feedback ist durchgehend positiv. Ganz toll. Einfach weiter so. Alles klar. Super. Also ich habe jetzt mal zwischenzeitlich alle Deals gelöscht, damit wir wieder hier auf einem clean slate arbeiten, auf einer weißen Wand, um einfach nachher zu sehen, was passiert wirklich. Gut. Gehen wir zurück in den Code und ermitteln jetzt mal die Order-Bedingungen. Und die Order-Bedingung, die nennen wir jetzt mal, die nennen wir jetzt mal, dann vergeben wir eine Variable, um diese Variable nachher ja, weiter zu verwenden, um zu sehen, ist die Order-Bedingung erfüllt oder nicht.
Das ist jetzt eine boolesche Variable. Die wird mit bool definiert, B-O-O-L. Boolesche Variable ist einfach hat einen Typ, der so ein Pionier hat halt mal definiert. Guck mal, der hieß halt bool, okay? Und heißt Herr bool. Und das ist eine Variable, die einfach nur entweder wahr oder falsch sein kann. Wir sehen hier die Integer-Variable, die Ganzzahl, die kann ja 1, 2, 3, 1 Million sein. Aber eine boolesche Variable, die kann immer nur 0 oder 1 sein. 0 ist quasi falsch, 1 ist wahr. Also es ist quasi so die Urvariable. Vielleicht wissen Sie es, in der digitalen Welt, auf Maschinensprachenebene werden nur Nullen und Einsen verarbeitet. Also was wir hier schreiben in Code, in MQL4 wird in ein Nullen und Einsen verwandelt. Irgendwie, fragen Sie mich auch nicht wie, aber das läuft alles im Hintergrund ab. Das ist quasi alles automatisch. Und wir können eben auch solche Variablen, boolesche Variablen verwenden, die eben nur 0 und 1 falsch oder wahr annehmen können. So, und dann die nennen wir hier mal bei Bedingung erfüllt. So. Sie können so lang und kurz machen, wie Sie es wollen. Ich will es halt immer, also wenn ich es jetzt für Sie programmiere, hier im Webinar, will ich es halt immer schön beschreibend haben, damit wir nachher wissen, was diese Variable überhaupt tut, was sie enthält. So, und diese by-Bedingung erfüllt, die setzen wir jetzt mal ist gleich auf false zu beginnen. Also die by-Bedingung ist erfüllt, gleich false heißt, es ist einfach null, also wir haben gerade die Beibedingung ist nicht erfüllt. Und das fragen wir jetzt ab, hier in der Order-Übermittlung, damit hier if, ist wie oben, ja, if, ist so eine Wenn-Dann-Abfrage. Also wir machen if die Beibedingung erfüllt ist und nur dann, wir können hier ist gleich true. Also wenn Sie in der If-Abfrage eine Variable abfragen und Sie daraufhin prüfen, ob sie einen bestimmten Wert hat, dann schreiben Sie ist gleich. Das einfach heißt übersetzt, ist die By-Bedingung erfüllt, Variable gerade auf true, dann machen wir eben hier diese Order Send. Ja? Also hier wie hier oben, if Tickzähler größer 0, dann wird größer 10, dann wird Tickzähler auf 0 zurückgestellt. Und if die By-Bedingung erfüllt, Variable, wenn die gerade auf true steht, dann wird die Order Send übermittelt. Sie können es auch wie hier oben bei Tickzähler, können Sie es dahinter stellen, ist vollkommen egal. Damit wir hier halt das Ganze auf einem Bildschirm haben, schreibe ich es einfach mal drunter. Wie gesagt, Leerzeilen, wie auch immer, sind egal. Können Sie so haben, also können Sie es so strukturieren, wie Sie wollen im Code, weil es über den Kompilierprozess nachher werden alle Leerstellen und Leerzeilen eliminiert und nur alles Relevante in Nullen und Einsen umgewandelt. Also kompilieren wir. Wir haben weiterhin keine Fehlermeldungen, eben diese gleiche Warnmeldung wie vorher, die wir ja außen vor lassen können. Gehen wir mal zurück. Und wenn wir jetzt das Auto-Trading wieder aktivieren, dann dürften eigentlich keine Deals eröffnen werden. Ja, warum? Ganz klar, weil diese By-Bedingung erfüllt, die wird ja niemals true hier im Code. Die ist auf false und sie ist immer auf false aktuell. Ja, und das heißt, sie ist nie auf true. Wenn wir es hier zum Beispiel, wenn wir die Bedingung erfüllt auf true stellen würden, als Standardwert und jetzt kompilieren. Warte mal, ich mache mal hier Auto Trading raus, damit Sie den Effekt gleich sehen. Kompilieren. Wenn wir jetzt Auto Trading anschalten, dann werden Deals eröffnet, bei jedem Tick, weil der immer die By-Bedingung erfüllt auf true steht. Zack, zack, hier, jetzt geht's los. 1, 2, 3 und ich stelle mal gleich wieder auf Auto Trading auf false. So, sehen Sie? Das ist quasi der Unterschied in dem Umgang des Codes. Also Sie sehen hier den Effekt, den diese einerseits die Variable hat,
die Beibedingung erfüllt Variable und andererseits eben die Abfrage dieser Variable. Und das ist im Prinzip die Magie hinter so einem Programm ist, Sie werden im Prinzip feststellen, irgendwann, ein Programm, ein EA ist nichts anderes als eine Kette von lauter, von ständigen If-Abfragen. Also, if, wenn dann, wenn das, dann so und wenn das anders, dann wieder anders. Und, im Prinzip darum geht's. Es geht immer nur darum, bei jedem Tick abzufragen, ist das erfüllt oder ist das erfüllt oder ist das erfüllt. Also, Sie werden das sehen, das If brauchen Sie ständig. Das If brauchen Sie immer. So, genau. Und jetzt werden wir eben mal diese Beibedingung ermitteln. Und jetzt wollen wir programmieren, dass also Beibedingung ist erfüllt, wenn vor Kerzen hoch, also wenn Kurs, sagen wir mal, x Punkte unter Vorkerzen hoch oder höher liegt. Okay. So. Dann machen wir es erstmal an. Ich kompiliere mal kurz. Immer, also es ist auch ganz wichtig, immer wieder kompilieren zwischendurch. Nach fast jeder Zeile ist an sich sinnvoll, mal zu kompilieren, weil dann sehen Sie, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich vielleicht, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Semikolon vergesse und auf die Kompilieren klicke, dann kommt hier jetzt hier, if hier wird ein Semikolon erwartet, ist aber keins da. Also muss ich gucken, wo müsste ich vor dem if eins setzen, wo habe ich da eins vergessen? Und eben das letzte Mal vor dem if, wenn ich hier quasi mit links und nach oben zurückgehe mit dem Cursor, dann ist halt das hier der letzte Befehl. Dann muss ich hier das Semikolon setzen. Und dann ist die Fehlermeldung wieder weg. Gut, so, jetzt gehen wir mal hier zurück und ich will jetzt hier mal auf M1 übergehen. Also ich persönlich handle nicht gerne im M1 oder handle eigentlich gar nicht im M1, was mir persönlich zu kurzfristig ist. Aber jetzt mal hier auf jeden Fall, um das Ganze zu testen, um das Ganze, um den Effekt zu sehen, hier in einem EA-Test, Funktionstest, ist es natürlich ein M1-Chart ideal, weil Sie dann natürlich kleine, also mehr Signale erhalten, mit denen Sie die Logik überprüfen können. Also gehen wir mal hier zurück in den Code und jetzt sagen wir mal, so, if, und jetzt müssen wir eben abfragen, das wird die, also wenn hier jetzt, ich mache mal so, if, also wenn irgendwas, und da müssen wir hier noch was reinschreiben, dann ist die Beibedingung erfüllt gleich true. Okay? Also wir definieren diese Beibedingung zuerst auf false und dann schalten wir sie auf true und um damit dann eben die Order Send Funktion zu auszulösen, wenn hier irgendwas erfüllt ist. Okay? Also, was ist jetzt diese Bedingung ist, haben wir hier definiert, also wenn der Kurs unter dem Vorkerzen hoch oder höher liegt, also x Punkte drunter oder höher liegt. So, und da können wir das so machen. Das Vorkerzen hoch wird abgefragt über high. Sie sehen, das ist wieder so rosa, das ist also eine eingebaute Variable. Und jetzt das high von welchem, von welcher Kerze? Ja, es könnte hier von dieser Kerze sein, von dieser, von dieser, von dieser, von dieser, von dieser, von irgendeiner Kerze. Und das müssen wir ihm jetzt sagen, von welcher Kerze er das nehmen soll. Und das Ganze ist nummeriert und wird dann in eckige Klammern geschrieben. Eckige Klammern ist quasi eine Zahlenreihe, ein sogenannter Array. Also die Variable hält eine ganze Zahlenreihe vor. Nicht nur eine einzige Zahl, nicht nur ein High, sondern das High, alle Highs aus dem Chart. Und dann müssen wir ihm sagen, an welcher Position, an welcher Kerzenposition er nachschlagen soll. Und jetzt zum Beispiel das High 0. Ja, das High 0 wäre das Hoch der aktuellen Kerze. Hier. 0 ist diese Kerze. 0 ist die aktuell laufende Kerze. Das ist, müssen Sie einfach verstehen, müssen Sie einfach akzeptieren. MT4 und MQL4 ist so aufgebaut, dass eben mit 0 die aktuelle Kerze definiert ist. Und dann, wenn Sie eine 1 nehmen, dann ist es das Hoch der, also der Kerze 1 nach links.
Eine 2 wäre 2 nach links. Im Prinzip genauso, wenn Sie hier das Fadenkreuz verwenden und dann sehen Sie hier, die erste Zahl ist hier 1, 4, 1.5569. 1 ist diese Kerzenverschiebung nach links. Hier 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das wäre jetzt die neunte Kerze hier, diese. Das hier ist die zehnte und so weiter. Und Sie sehen hier, das ist eben die nullte Kerze. Also Sie können es so im Prinzip auch immer nachprüfen, wie der MT4 denkt. Ich schalte es hier mal kurz auf ich kommentiere es mal aus und dann zeige ich es Ihnen kurz mal hier. Ich schreibe mal ins Kommentar rein, High 0. Da wird uns ja jetzt links oben im Chart High 0, das High von der aktuellen Kerze angezeigt. Und das sehen Sie jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf den aktuellen Kerzenwert gebe, ich habe jetzt hier mal mit Steuerung D das Datenfenster eingeblendet, das aktuelle High, wenn wir es nachlesen, vierte Zeile von oben, also hier ist bei dieser Kerze 1.15.628 und genau das steht auch links oben im Chart hier. Ja? So, wenn wir jetzt hier bei das High 1 verwenden würden, in den eckigen Klammern, dann müsste hier links oben 628 ist das High dieser Kerze. Ja, und das stimmt auch. Hier, das ist, wenn Sie hier nachlesen, das High dieser Kerze war eben dieses. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine 10 eingeben, dann wird 10 Kerzen zurück das High verwertet. Also, was sind 10 Kerzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Also, das High hier. Das High dieser Kerze ist, wenn wir im Datenfenster nachschauen, 1.15.635 und genau das wird hier auch angezeigt. Super. Genau, also das nehmen wir dann hier wieder raus. Ich gehe mit Steuerung Z, stelle ich das wieder her, wo wir vorher waren. Also wenn das High 1, beziehungsweise wenn das geht jetzt um den aktuellen Kurs und der aktuelle Kurs ist in der Bit-Variable hinterlegt. Wenn also der Bit größer gleich, also wenn der Kurs x Punkte unter dem Vorkerzenhoch oder höher liegt, also größer gleich, ja, High 1 und jetzt sagen wir mal minus, und dann müssen wir, das High ist ein Kurs, das haben wir hier oben gesehen, das ist ein Kurswert. Das heißt, hier müssen wir auch, und der Bit ist ein Kurswert und der Ask ist ein Kurswert, also hier müssen wir auch einen Kurs dann quasi ja, dann davon abziehen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, das High, wenn der Bit größer gleich 0,0002, also 2 Punkte nahe dran am High ist, dann ist die Bit-Bedingung erfüllt. So, also schauen wir mal, ob das gerade der Fall ist. Ja, im Moment wäre das der Fall. Ja, hier, das ist, wir fragen diesen High ab und der Hoch ist gerade schon höher, also in dem Fall wäre es, sagen wir mal, ein klassischer Scalper, jetzt nicht der Value-Ansatz. Aha, jetzt sind wir aber schon in der nächsten Kerze, also jetzt können wir es mal hier testen, ohne dass sofort ein Deal eröffnet wird. Also ich habe kompiliert, das ist wichtig, damit jetzt hier dieser neue Code im Programm verfügbar ist und ja, jetzt müssen wir noch Auto-Trading einschalten und jetzt sind wir natürlich noch keine 0,0002 hier entfernt, aber wenn wir jetzt hier, was haben wir hier als High? 1,704 und aktuell sind wir bei 1,67 und 1,68. Ich gebe es mal als 2 Pips ein, also 0,00020. Dann müsste im Prinzip jetzt sofort ein, oder ist ungefähr jetzt an der Grenze, könnte es jetzt sein, dass bei den nächsten Upticks ein Deal ausgelöst wird. Aber Sie sehen, das ist aktuell noch nicht der Fall, weil halt der Kurs unterhalb dieses Hochlicks oder zu weit unterhalb dieses Hochlicks. Deswegen gibt es aktuell keinen Buy-Deal. Ja, und das ist mal so, das ist in Ordnung. Die Sache ist jetzt die, ich kann ja mal noch weiter reden hier, während der Kurs sich gerade entwickelt. Jetzt würde natürlich trotzdem bei jedem einzelnen Tick würde hier bei jedem einzelnen Tick, bei dem das hier der Fall ist, würde eine Buy-Order eröffnet werden. Also haben wir es zwar schon mal gefiltert, also wird nicht mehr bei jedem Tick eröffnet, sondern nur noch bei jedem Tick, der diese Bedingung erfüllt. Aber sagen wir mal, wir wollen nur eine einzige Order haben, die diesen, also eine einzige Order gleichzeitig haben.
dann müssen wir im Prinzip ihm sagen, dass wir, ja, dass wenn dann diese Orderbedingung, also wenn die Order send dann, ja, wenn die ausgeführt wurde, dass wir dann hier keine weitere Beibedingung erfüllt zulassen. Okay, ich schalte mal das Auto-Trading aus, damit wir hier nicht gleich ungesehen einen Haufen Deals generieren. So, und dazu müssen wir jetzt, wenn eben diese Order Send mit einen Wert zurückgibt, müssen wir jetzt zwei weitere Variablen einfügen. Das eine, und das müssen wir jetzt hier oben im zu Code Beginn definieren, wieder so eine statische Integer, also eine, die nur eine ganze Zahl, die eben nur einmal initialisiert wird. Und die nennen wir, wie heißt es hier? Hier ist Order Nummer. Also nennen wir jetzt mal Order Nummer. Und die setzen wir immer auf 0. Also es soll diese Beibedingung nur dann erfüllt auf True sein, wenn eben diese Kursbedingung erfüllt ist und gleichzeitig und eben eine und gleichzeitig Abfrage machen, schreiben Sie in diese if-Abfrage mit und Zeichen, mit zwei und Zeichen rein. Und diese Order-Nummer-Variable, die wir oben definiert haben, wenn die ist gleich 0 ist. Ja? Und jetzt aktuell ist sie immer auf 0, aber jetzt machen wir hier die Order-Send-Funktion, die gibt ja eine Order-Nummer zurück. Ja? Also machen wir hier, wir setzen im Prinzip die Order-Nummer-Variable, die wir oben definiert haben, ist gleich dem Resultat dieser Order-Send-Funktion. Das heißt, wenn die Order-Send-Funktion erfolgreich ausgeführt werden kann, dann wird dir die Order-Nummer zurückgegeben und die wird dann hier in dieser Variable Order-Nummer gespeichert. Und dann ist sie dann hier im Programm verfügbar. So, das schreiben wir mal jetzt hier ein. Also wir kompilieren es. Und ja, jetzt haben wir eben die Sache hier. Schalten wir das Auto-Trading wieder an. Und hoffen wir mal hier auf einen kleinen Uptick. Oder machen wir es so, dass es auf jeden Fall ausgeführt wird. Wir machen hier mal, machen wir mal 5 Pips rein. Dann müsste eigentlich hier, jetzt sehen wir schon hier, genau, jetzt wird es hier einmal zwischen meinem vorigen Kompilieren und dem jetzigen Kompilieren wurde eine Ordernummer eröffnet, eine Order eröffnet. Das war jetzt die vorige. Diese hier wurde jetzt nur eröffnet. Und jetzt sehen Sie, jetzt wurde nur eine einzige Order eröffnet. Das ist doch schön. Wenn ich jetzt diese schließe, dann sollte ja auch wieder eine weitere Order eröffnet werden. Kann es aber gerade nicht, weil jetzt in diesem Moment der EA ist sozusagen dumm. Wir haben ihm noch nicht gesagt, dass diese Variable Ordernummer, dass die jetzt gar nicht mehr sozusagen relevant ist, weil der Deal ist geschlossen. Und damit müssen wir ihm noch sagen, dem EA, dass diese Ordernummer quasi wieder auf 0 gesetzt werden soll, damit er eine weitere Order hier damit die Beibedingung wieder erfüllt werden kann. Und jetzt machen wir es uns mal einfach, weil wir jetzt nicht mehr arg viel Zeit haben. Wir setzen diese Ordernummer mal alle 100 Ticks auf 0 zurück. Also machen wir, beziehungsweise hier, lassen wir es mal den Tickzähler, lassen wir auf 0, lassen wir mal hier auf 0. Und jetzt, wenn wir mehrere Operationen durchführen wollen, die durchgeführt werden sollen, wenn eine If-Bedingung wahr ist, dann können wir diese mehreren Sachen, die da ausgeführt werden sollen, in geschweifte Klammern setzen. Also es ist quasi analog zu allem dem, was hier in der onTick-Funktion passieren soll, ist hier in diesen geschweiften Klammern. Und jetzt alles, was passieren soll, wenn der Tickzähler größer 100 ist, passiert dann in diesen geschweiften Klammern. Und Sie sehen auch schon, das ist
MQL4 markiert diese geschweiften Klammern, die zusammengehören, auch immer schon in Paaren, paarweise. Das ist ja praktisch, dann wissen Sie, ah ja, jetzt, ich befinde mich innerhalb dieser If-Funktion, dieser If-Abfrage. So, und dann machen wir hier einfach eine Zeile rein und sagen, wir stellen die Ordernummer auf, also alle 100 Ticks auf 0 zurück. Dann kann jetzt alle 100 Ticks nur maximal eine neue Order eröffnet werden. So, und genau, das. Ja, das ist aber eben nicht ganz befriedigend. Ich überlege es mir gerade, weil alle 100 Pips, was soll das? Könnte jetzt hier eine neue Order eröffnet werden? Machen wir lieber, dass die Ordernummer nur dann auf 0 zurückgesetzt wird, also wenn eine neue Kerze begonnen hat. Dann können wir wirklich bei jeder Kerze, machen wir mal auf Auto Trading of False, dann können wir pro Kerze, also das Ziel ist, dass wir pro Kerze nur einen einzigen Deal eröffnen können. Und das machen wir so, das machen wir eine ganz einfache Abfrage. Also Ordernummer, Variable bei neuer Kerze zu auf 0 zurücksetzen. Das machen wir ganz einfach so. Da gibt es eine eingebaute Funktion oder mehr eine Variable schon. Das ist das Volume. Das ist im Prinzip analog high, analog low, close und so weiter. Volume hat auch ist so eine Variable, die eben das aktuelle Volumen oder das Volumen einer bestimmten Kerze vorhält im aktuellen Chart-Timeframe. Und wenn wir jetzt hier wenn Volume 0, also das Volumen der aktuellen Kerze, wenn das ist gleich 1 ist, das heißt, das ist der allererste Tick in einer Kerze, dann wissen wir, jetzt hat gerade eine neue Kerze begonnen, dann können wir jetzt also die Ordernummer auf 0 zurücksetzen. Und dann wird wirklich maximal ein Deal pro Kerze eröffnet. Kompilieren, syntaxmäßig passt alles. Jetzt können wir es hier nochmal als Auto-Trading auf anschalten. Jetzt wird er hier sofort im Prinzip eine Order eröffnet, weil im 5-Minuten-Chart, im 1-Minuten-Chart aktuell sind 5 Pips natürlich jederzeit erfüllt. Also müsste jetzt hier gleich, beziehungsweise die Ordernummer, stimmt das jetzt? Das Volumen, jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir auf die neue Kerze abwarten. Ich trinke mal einen kleinen Schluck in diesen verbleibenden, hier sehen wir es, 20 Sekunden. Na, man muss ja seine Zeit auch nutzen, ne? Genau. So, kommt jetzt gleich was. So, jetzt beginnt gleich eine neue Kerze hier. Das sehen wir jetzt gleich beim nächsten Tick. So, und jetzt wird in der Tat der Deal eröffnet, weil wir eben weniger als 5 Pips von dem Hoch entfernt sind. Und so, dann haben wir ja jetzt diesen Deal und jetzt wird wirklich nur dieser eine Deal eröffnet. Und in weiteren 40 Sekunden sehen wir, dass dann wieder ein Deal eröffnet wird. Sagen wir, sofern jetzt der Eröffnungskurs nicht mehr als 5 Pips vom Hoch entfernt ist. Ich sage mal zwischenrein, wo wir es jetzt abwarten. Natürlich können Sie das auch auf ein klassisches Scalping, also dass Sie erst nach dem Ausbruch sozusagen einsteigen, anwenden, dann schreiben Sie halt plus rein, ja, also plus 5 Pips oder wie auch immer. Ja, das bleibt Ihnen dann überlassen. Ich denke halt, dieser wertgebende Ansatz ist extrem wichtig. Deswegen lassen Sie es zumindest mal auf den Versuch ankommen. Aber Sie können es durch einfache Mathematik, diese Formel, diese Berechnung so anpassen, wie Sie wollen. Das ist einfach Plus, Minus. Sie können geteilt durchmachen, Sie können mal machen, und so weiter. So, jetzt sehen wir es gerade hier. Ja, haben jetzt hier einen weiteren Buy-Deal eröffnet. Und so. Jetzt sind wir schon, die Stoppuhr sagt 1 Minute, 1 Stunde und 4 Minuten. Jetzt müssen wir mal zu einem Ende kommen hier. Jetzt haben wir immerhin 3 von 5 Sachen geschafft. Tickzähler, Orderübermittlung und Orderbedingungen.
Ja, Stop Loss und Take Profit will ich mal ganz kurz nur erwähnen. Die können Sie im Prinzip berechnen und hier reinschreiben. Sie könnten hier zum Beispiel sagen, ask minus, also als, was ist das? Das ist der erste Stop Loss, ask minus 0,01, also 0,01, also 100 Pips, 1000 Punkte, wäre dann zum Beispiel das Stop Loss entfernt. Oder beim Take Profit werden Sie dann eben ask plus die gewünschte Kursdifferenz hier reinschreiben, so wie Sie es dann wollen. Das ist im Prinzip auch wieder reine Mathematik. Ich mache es jetzt hier wieder auf zurück. Oder ich lasse es mal drin, dann sehen Sie es. Dann sehen Sie es bei der nächsten Deal-Ausführung. Und dann sehen Sie es als Beispiel. So, das ist ein Stop-Loss und Take-Profit. Den kann man natürlich auch noch ganz anders ermitteln. Zum Beispiel über das höchste Hoch der letzten 10 Kerzen oder sowas. Und dazu müsste man halt dann einen Loop machen oder eine andere Formel verwenden, eine andere Funktion, die eingebaut ist. Da kommen wir jetzt heute nicht mehr dazu. Gibt es da vielleicht ein nächstes Mal, Christian? Was meinst du? Na, aber 100%. Also ich muss schon ehrlich sagen, das Feedback ist wirklich dermaßen gut, dass wir daran anknüpfen sollten, unter Umständen sogar, und das auch vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Aber definitiv ganz, ganz wichtiger Input, und die Leute verfolgen es sehr, sehr aufmerksam. Hätte ich fast gar nicht so erwartet, aber das ist ja live bei dir dann nochmal ein ganz anderes Level, ne? Ja, genau. Also ich denke, das ist wichtig und vielleicht können Sie sich so im Prinzip die Angst ablegen vor dieser Wandprogrammierung. Ja, es ist wirklich kein Hexenwerk. Es ist klar, man muss sich ein bisschen reindenken, so wie man sich reindenken muss, wenn man Spanisch lernt oder Französisch oder Englisch oder Russisch oder Chinesisch. Aber irgendwann, ja, nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Auseinandersetzungszeit damit, kriegt man so die Systematik der Sprache mit. Und es ist nichts anderes als eine Fremdsprache. Es ist halt, ja, man kommuniziert halt mit dem Computer damit. Und das dauert ein bisschen, aber man kann sich so reindenken und man macht natürlich seine Fehler, zum Beispiel, dass man ein Semikolon vergisst. Das passiert mir heute noch. Also ich programmiere jetzt seit Ende 2011, seit Mitte 2012 biete ich es kommerziell an. Also jetzt sind schon, also ich bin ich im 7. Jahr sozusagen. Und das passiert mir heute noch. Und dann kompiliere ich halt und dann sehe ich, aha, kommt eine Fehlermeldung, muss ich mal gucken. Und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, wie man dass man die Fehlermeldungen dann korrekt interpretieren kann. Aber auch das kriegt man dann Stück für Stück hin mit viel Geduld. Und Christoph, wie gesagt, das ist, ja? Entschuldige, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber zwei Fragen gerade mal. Anfang mit MT5 oder also MQL4 oder MQL5, würdest du da gleich eine Empfehlung rausgeben und dann noch eine Buchempfehlung, ob du da was hast in der Richtung? Ja, guter Punkt. Also die MT4-Empfehlung, warum, also MT4 versus MT5 programmieren. MT4, die MQL4-Sprache ist sehr, sehr viel einfacher als die MQL5-Sprache. Also die sind weiter voneinander entfernt, wie es eigentlich die Namensgebung erwarten lassen sollte. Also MQL4 ist wirklich sehr, sehr viel einfacher zu lernen. MQL5 kann man dann nachher, würde ich sagen, als zweiten Schritt lernen. Das ist so, was ich, wir lernen zuerst lernen mal, was ich, Spanisch, dann ist Portugiesisch einfacher. Oder ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber dann so die einfache Sprache zuerst, dann hat man das Verständnis für die Fremdsprache. Und es gibt natürlich viele Ähnlichkeiten, aber es gibt eben auch viele Unterschiede. Und ja, dann vielleicht ist dann das so Spanisch zu Portugiesisch gar nicht so schlecht. Da gibt also der Vergleich viele Ähnlichkeiten, aber es sind halt dann doch deutlich, also meines Erachtens ist Portugiesisch schwieriger als Spanisch, zumindest schon auch mal schon von der Aussprache her, von gewissen Lauten in der Sprache. Insofern MT5 ist viel, viel schwieriger zu lernen. Kann man natürlich sich auch ranmachen, aber meines Erachtens kann man Schritt für Schritt machen. Und was meine Beobachtung ist, die Meta-Quotes, die Firma, die den MetaTrader 4 und MetaTrader 5 im Prinzip erstellt hat und auslizenziert und eben serviced, die hat natürlich ein Interesse daran, dass MT4 entweder bestehen bleibt oder dass sie auf
dass sie kompatibel wird mit MT5. Weil es ist so viel Software, so viel EA, so viel Signale auf der Plattform, so viele Indikatoren zu kaufen für MT4. Da kriegen die ja bei jedem Verkauf, bei jedem Signalabo kriegen sie einen bestimmten Teil davon ab. Da würden sie sich ja ins eigene Bein schneiden, wenn sie das komplett von jetzt auf nachher einstellen würden. Das heißt, sie haben auf jeden Fall ein Rieseninteresse, entweder MT4 dazulassen oder eben mit MT5 kompatibel zu machen. Und da gibt es auch eindeutige Schritte, so alle halbe Jahr kommt mal eine Nachricht über deren Blog, die da sagt, zum Beispiel, also im Frühjahr gab es eine Meldung, dass gewisse Variablen, die es in MT4, im MQL4 gibt, aber auf MQL5 gab es die noch nicht, wurden die angeglichen. Also MQL5 kann dann verstehen, also kann die MQL4-Befehle verstehen. Und so denke ich, dass es einfach Schritt für Schritt angenähert wird. Und insofern, meines Erachtens, ist es weiterhin sehr, sehr sinnvoll, MT4 zu lernen, auch wenn natürlich MT5 also stärker weiterentwickelt wird und auch weiter gepusht wird von verschiedenen Seiten. Buchempfehlung gebe ich auch gerne. Da müssen wir mal, ich habe da hier einen Link, ich gehe mal hier auf mindfulfx.de und dann gehen wir hier mal auf Blog. Weil das ist, die Frage habe ich auch schon mal bekommen und dann gebe ich hier mal Search bei Search hier ein im Blog. Der Blogsuche ist gerade ein bisschen langsam. Buch. Hallo. Buchempfehlung. Ne, nicht so. Buchempfehlung. Ansonsten, So. Christoph, hau gleich mal raus, wenn du das dann hast, was es ja über das Buch hinaus noch so bei dir zu gibt im Angebot, ne? Jawohl, jawohl, hier. Das ist das hier. Genau, dann gehen wir mal zurück hier. Das ist dieses Buch hier. Ich habe hier Expert Advisor Programming for MetaTrader 4 ist auf Englisch. Es gibt von Andrew Young, ist aber meines Erachtens wirklich, also ich hab das Programmieren daran gelernt, mit diesem Buch, das MT4 Programmieren. Es ist wirklich, also es ist sehr, sehr einfach erklärt, wenn Sie ein bisschen, wenn Englisch müssen, sollten Sie ein bisschen verstehen, aber es sind einfach viele Sachen, die sich eben durch diese Trader, die Connection die Tradersprache ist ja quasi Englisch, ne? Ist ja Buy und Sell und Bid und Ask, ist ja alles auf Englisch. Insofern ist auch sehr, sehr einfach nachvollziehbar, meines Erachtens. Auch wenn man jetzt nicht perfekt Englisch spricht. Aber natürlich, Englisch-Grundkenntnisse müssen da sein, das ist klar. Ja, jetzt wollte ich mal gerne von Ihnen wissen, was haben wir denn heute gelernt? Schreiben Sie mal bitte in den Chat, Jetzt wird's spannend. was Sie heute so gelernt haben. Und dann mache ich mir hier mal Notizen. Ein bisschen Feedback einholen. Ja, da bist du ganz schön der Oberlehrer, muss ich sagen, hier an der Stelle. Ja. Ja, das ist wichtig. Es muss ja verankert werden, ne? Die Lerneffekte. Wenn wir es mal nochmal jetzt hier uns ins Gedächtnis rufen, Sie werden mehr davon haben als ich, dass man da kurz mal. Ich gehe nochmal, während die Fragen jetzt reinkommen, auf das eine oder andere an. Also erstmal, das Webinar gibt es im Nachgang tatsächlich leider als Aufzeichnung. Das auf jeden Fall. Ansonsten MetaTrader 4, 5 kann ich noch kurz zu sagen, dass tatsächlich die Builds eingestellt sind bei MetaTrader 4 und eigentlich nur noch Sicherheitsupdates rausgehen. Das heißt, wie der Christoph gesagt hat, mit der Spracherlernung erstmal das Leichte, dann das Schwierige. Macht auf jeden Fall Sinn, aber de facto ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis MetaQuotes dann auch die Sicherheitsupdates einstellen wird. Und wenn das passiert, dann ist der MT4 letztlich auch eine große Sicherheitslücke und dann wird zwangsläufig alles auf den MetaTrader 5 gehen. Allerdings, das auch ein Prozess der Zeit ist. Also sowas wird jetzt nicht innerhalb von heute auf morgen passieren und es wird schon 5 Jahre dran rumgedoktert, dass der Vierer eingestellt wird, aber
die Builds, also die MetaTrader 4 Updates, sind definitiv jetzt nicht mehr da. Es gibt nur noch Sicherheitsupdates und das ist schon eine Ansage, muss man ganz klar sagen, von MetaQuants, dass sie da wirklich jetzt mehr und mehr Abstand nehmen und das alles auf den Fünfer ziehen wollen. Aber es sind immer noch 6, 7 Mal mehr Lizenzen im Umlauf als also MetaTrader 4 Lizenzen als MetaTrader 5. Also insofern ist es auch immer noch eine Frage der Zeit, bis sich das komplett umswitcht, aber es wird in die Richtung gehen. So, ansonsten mal Feedback. Vielleicht verwandt ist mit SQL, ist das mit der SQL-Programmiersprache verwandt, der MQL-Code? Keine Ahnung, ganz ehrlich, ich bin Ist kein klassischer bin kein Programmierer, aber ja, das. Informatiker. Ja. Aber ich kann das, also ich habe mal IT-Kaufmann gelernt vor vielen Jahrzehnten, habe da noch im HTML-Webcode rumprogrammiert damals. Und ja, die sind sich da ähnlich, die Sprachen. Das, also wenn man programmieren kann, fällt es einem nochmal doppelt leichter. Grundlagen wurden verstanden, super Feedback. Ein wenig Okay. raucht der Kopf, also ein Gut. wenig raucht der Kopf, aber Grundlagen verstanden, dann aber wieder wenig raucht der Kopf. Ein anderer sagt, gar nicht so schwer, leichter als gedacht. Ja. Also Gut. wirklich Grundlagen gelernt, endlich mal gelernt. Oh, er will einen Kurs machen, wieder einen Okay. Kurs, das scheint ein Wiederholungstäter zu sein. Ein Okay. anderer ist ehrlich und sagt, er lässt besser programmieren. Okay. Also ihm dann doch zu viel. Finger rauchen, auch Okay. nochmal das mit dem Rauchen. Viele sagen auch toller Anstoß. Erstmal MetaTrader 4 zum Üben runtergeladen. Okay. Also sacken lassen, vertiefen, toller Anstoß. Gut. Oh, bei mir Blut geleckt. Andreas ganz frisch hat jetzt Blut geleckt fürs Ah, Programmieren. Heiß. gut. Super. Ja, das ist auch nicht Ja, das ist schlecht. doch klasse. Okay. Anfang ist gemacht, genau, das haben wir. Raucht ein wenig der Kopf. Okay, das war es eigentlich in Summe. War's gut. Ja, dann hier will ich für die, die es eben Blut geleckt haben und das ja, das weitere Programmieren lernen wollen, gehen wir mal hier auf, was es an Schmankerl alles gibt. Also erstens mal die EA-Datei, die wir jetzt heute gemacht haben, die schicke ich Ihnen raus, diese MQ4-Datei. Dazu bitte auf diesen Link hier unten gehen, mindfulfx.de/JFD. Das sieht dann so aus. Hier, da kommen Sie drauf und das haben Sie vorher schon mal vielleicht gesehen. Da ist ja der Link zur Demokonteröffnung. Und dann als nächstes, wenn Sie runterscrollen, ist hier so ein kleines Formular. Das ist also speziell hier Webinar EA per E-Mail bestellen. Und Sie kriegen dann auch wirklich nur per E-Mail diesen einen EA zugesandt. Sie müssen allerdings einmal Ihre E-Mail-Adresse bestätigen, bevor das passiert. Diese Mail sieht ungefähr so aus. Hier, das kommt dann so in Ihrem Postfach an. JFD Webinar 2.10. Wie die E-Mail-Adresse bestätigen. Und dann kriegen Sie hier einmal, müssen Sie hier auf den blauen Button klicken. Dann kriegen Sie also heute Abend noch, irgendwann im Verlauf des späteren Abends, sagen wir mal zwischen 22 und 23 Uhr, kriegen Sie den EA zugeschickt. Und sonst auch nichts, wirklich versprochen. Sie kommen auf keine andere Verteilerliste. Wirklich nur, Sie kriegen diesen Link. Es sei denn, Sie klicken hier auf Ja. Bitte auch Freitagsmails kostenlos an die obige E-Mail-Adresse schicken. Dann kriegen Sie meinen Newsletter, den ich jeden Freitag oder fast jeden Freitag rausschicke. Mit super Neuigkeiten immer zu eben rund Themen rund ums EA-Programmieren, Trading und so weiter. Gut, das dann also freiwillig, absolut freiwillig und da können Sie sich auch jederzeit wieder davon abmelden. Gut, dann gibt es hier, ich will Ihnen anbieten, also Ende Oktober machen wir den nächsten MQL4 Intensivkurs EA Programmieren lernen in Stuttgart. Das ist ein zweitägiger Workshop, wo wir eben ein Grundgerüst erstellen. Wir haben heute ein Grundgerüst für eine EA, den Sie dann im Prinzip flexibel zu Hause weiterentwickeln können und sich selber dann weiter einarbeiten können. Die 2 Tage, sie gehen jeweils ganztägig, das ist der 29. und der 30. Oktober in Stuttgart. Und eigentlich ist Frühbucherrabatt und so weiter, ist schon abgelaufen für die Anmeldung, es sind aber noch ein paar Plätze frei. Und deswegen möchte ich Ihnen anbieten, dass Sie jetzt hier speziell
200 € Rabatt bekommen auf den regulären Preis. Der reguläre Preis ist 695 für die Workshop-Teilnehmer und Sie kriegen es dann für 495 Euro. Wie gesagt, also Seminar, Getränke und so weiter sind alles mit drin. Sie zahlen im Prinzip nur diese dann 495 und die Anfahrt und Übernachtung, falls notwendig, liegt natürlich auch bei Ihnen. Warum sollten Sie das machen? Natürlich, Sie können sich jetzt direkt dann weiter vertiefen in die Programmierung und damit zukünftig Programmierkosten sparen. Ja, ich habe manche Kunden, die habe ich natürlich sehr gerne. Das ist ja mein, sagen wir, mein Lebensunterhalt oder meine Firma Mindful FX, die lebt davon, dass andere Personen EAs bei mir bestellen, EAs von mir programmieren lassen. Mache ich gerne. Über die Zeit kann das aber sehr, sehr teuer werden, natürlich. Wenn Sie, was ich habe, 10 oder 20 verschiedene Ideen, dann ist es durchaus sinnvoller, wenn Sie sagen, okay, wir bauen einmal zusammen ein Gerüst und das lerne ich vielleicht eben dann in diesem Intensivkurs und dann kann ich selber meine Veränderungen vornehmen und eben meine Dealbedingungen, wie Sie es eben im Code vorher gesehen haben, mal Plus, mal Minus, mal vielleicht die Vorkerze oder die Vorvorkerze, die dann, das dann ist soweit, können Sie es dann selber verändern und dann eben die Programmierkosten in Zukunft sparen und dann natürlich können Sie es auch viel, viel schneller bekommen. Also wenn Sie es bei mir bestellen, dann dauert es halt ein paar Tage ab, bis es fertig ist und wenn Sie es selber lernen, dann können Sie es quasi im Handumdrehen machen. Ja? Und damit sparen Sie natürlich auch weiter. Diesen 200 € Rabatt, wie kriegen Sie den? Das ist auf der gleichen Webseite, mindfulfx.de/JFD. Wenn Sie da weiter runter scrollen, also unter dieses Webinar, EA, E-Mail-Formular, da ist jetzt hier der Rabattcoupon für MQL4 Intensivkursteilnahme. Der kommt als Überraschung während des Webinars. Jawohl, der wird dann hier in ein paar Minuten erscheinen. Da ist dann ein Rabattcode, den Sie dann bei Ihrer Anmeldung, hier ist der Link zur Anmelde- und Infoseite, dann einsetzen können. Gut. Super, ganz großes Tennis. Also Teilnehmerfeedback ist überragend. Mich würde es wundern, wenn wir den einen oder anderen nicht sehen. Ich habe sogar wieder Teilnehmer, die tatsächlich von dir kommen, auch schon mal da waren. Aber ja? Sehr gut, okay. Erklärt. Wieder Interesse an dem Seminar sogar teilzunehmen. Also da kann ich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank auch für das Entgegenkommen deinerseits, Christoph, dass du so einen Rabatt den JFD-Kunden einräumst, weil bekanntermaßen sind wir daran interessiert, dass unsere Trader auch erfolgreich sind, / eben auch sich weiterbilden und da weitermachen. Und ich war ja auch zuletzt bei deinem Seminar und ich werde auch dieses Mal wieder vor Ort sein. Mal kurz reinschauen, abends beim Essen auch gern wieder dabei, eine illustre Runde sozusagen mit darstellen. Ja. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Freue ich mich riesig drauf und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das super Webinar. Feedback ist hervorragend. Ganz toll. Mich würde es freuen, wenn wir den einen oder anderen dann tatsächlich auch in Stuttgart vielleicht sehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also man hat auch eine Art Teambuilding, man lernt sich kennen. Und wie gesagt, dann geht man das heute, was wir jetzt hier, also man muss ja zugeben, jetzt sind wir schon fast bei 2 Stunden, Christoph, wir haben den Rahmen etwas gesprengt. Aber für ein Live-Event völlig normal, liebe Leute, ihr wisst das, wir machen ja Live-Events, da geht es morgens 2, 3 Stunden, manchmal nachmittags noch 2, 3 Stunden, also insofern völlig in Time. Aber wie gesagt, da gibt es dann nochmal eine richtige Vertiefung in Stuttgart Stuttgart direkt und da würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn wir den einen oder anderen sehen, damit da eben auch noch viel Know-how aufgeladen wird. Weil ich selbst habe auch meine Algos programmieren lassen und da ist man schnell mal in einem vierstelligen Bereich. Man fängt meinetwegen 600-700 € an und da verbessert man dies, da ergänzt man noch das und dann kostet das Ding plötzlich 2000. Das geht wirklich schnell und wenn man da natürlich sich selber reinarbeitet, hat man da schon Vorteile. Okay, genau. Also ganz, ganz vielen lieben Dank, Christoph, für das Angebot, für deine aber insbesondere Zeit heute, die du uns ja sozusagen als freie Verfügbarkeit deines Wissens sozusagen zur Verfügung gestellt hast. Also ganz, ganz großes Tennis. Freue mich auf jeden Fall, dass wir so was nochmal machen. Aufgrund des Feedbacks würde ich sogar sagen, kommen wir an der Nummer nicht vorbei. Das heißt, Aufbau-Webinar an dieses angeknüpft, beziehungsweise vielleicht dann auch nochmal wieder zurück zum regelbasierten Trading, wie das so losging. Aber ich sage vielen, vielen Dank, Christoph, ganz toll gemacht. Feedback, wie gesagt, durch die Bank, super. Und genau so sollte es sein. So kann man jetzt eigentlich nur sagen,
Ich weiß nicht, in den USA hast du nicht viel vom 3.10., glaube ich. Da ist eher der 4. Juli euer Tag. Wir haben ja bei uns morgen den hochgelobten Feiertag, Tag der Einheit. Insofern hoffe ich, wir konnten euch hier gut sozusagen in den Abend bringen. Danke für euer großes Interesse. Der Hauptdank gebührt natürlich Christoph. Und insofern, wenn du nichts mehr hast, Christoph, würde ich das Webinar so nach rund 2 Stunden dann doch dem Ende entgegengehen lassen und wünsche allen morgen einen schönen Feiertag. Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank an dich, Chris, und an die JFD, dass ihr, sagen wir, mich hier als Gast hattet und ich hier die Chance hatte, die Leute in die Welt des Programmierens einzufügen. Also auch und dann eben an Sie, liebe Teilnehmer, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und so lange durchgehalten haben. Und ja, auf gute EAs, auf profitables Trading, toi, 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 alles Gute. Super, super. Unten auch nochmal der Link schön eingestellt. Vielen Dank. Also in dem Sinne, Christoph, schönen Gruß an die Frau, schönen Gruß über den großen Teich und wir schließen uns in Kürze eh nochmal kurz, wie wir das dann Ende Oktober nochmal machen, dass wir uns da auf jeden Fall nicht verpassen. Alright, So also, machen wir das. danke an alle und auf bald. Tschüss.